Okay, dann starte mal. Hallo Freunde, endlich wieder ein neues Dev Forever. Schön mit silbernem Logo und ja, hier muss ich nichts weiter zu sagen, das kennt jeder Metal-Fan. Wenn ihr euch wundert, warum ich so ein hässliches T-Shirt anhabe, der Stappi hat mir, ich hatte irgendwo eine Klammermerkung im Heft gesetzt, dass ich mich auf riesige Weihnachtsgeschenke von meinen besten Freunden freue. Und Stappi hat sich angesprochen gefühlt und hat mir ein metallisch schickes Einhorn-Shirt in Größe 5XL geschickt. Also danke Stappi, das ist wirklich ganz toll und ja, sehr schön auch. Jetzt darf ich sowas. Nein, das kann ich nicht. Das ist ja Geschenk. Das ist ja Geschenk. Das kann ich ja nicht. Das kann ich ja nicht jetzt irgendwie kaputt reißen. Das geht ja nicht, ne? So. Sehr schön. Stappi, vielen Dank. Er hat darauf bestanden, dass ich das anziehe bei der Heftvorstellung. Habe ich gemacht, hast gesehen. So, bevor wir zu dem neuen Heft kommen, wir hatten ja die Pause überbrückt mit einer kurzen Grußbotschaft. Die haben wir die Tage ja mal losgelassen, ne? Nur um zu zeigen, dass wir wieder da sind und so. Und ja, jetzt in der Zwischenzeit ist das neue Heft fertig. Gehen wir gleich mal durch, aber erstmal wollte ich euch mal zeigen, wie bekloppt Björn Thorsten ist, dass wir also hier keine Lügen erzählen. Haben euch ja gesagt, er kauft ja bei Idiots Records immer alle Best-Offs, die er noch nicht hat. Ne? Habe ich ihm gesagt, er soll mal alle Motorhead-Best-Offs mitbringen. Das sind die, das sind nur Motorhead-Best-Offs. Irgendwelche hier, die Essential. Ja. Steht ja überall drauf. Ah, das ist ja wie bei Billigbier. Da gut, steht okay, ja auch das ist ja offiziell. Ace of Spades. Ja, so heißen einige. Headbangers. Best of Motorhead. Aces. Ja. Ace of Spades. Sind alles im Prinzip dieselben Zusammenstellungen. Fast alles, ne? Ja, es, also ein bisschen, manchmal es wird ein bisschen gewürfelt. Manchmal ist es eine Doppel-CD. Techno Prisoners. Nicht. Sehr schön. Best of Motorhead, Hellraiser, I Got Mine. Oh, hier sind auch nur 7 Songs drauf. Das ist eine Mogelpackung. Ja, ja. Quality Live Concert. Okay, das ist ein Live. Na gut, also ihr seht, das ist. Er macht blutigen Ernst, wenn er das sagt. Hier sind sie doch richtig vom Karussell. Da haben wir doch früher Kinder-Hörspiel-Tapes von gehabt. Von dem Label. Hm, hier. Na gut, die ist besonders hässlich, meinte Claudia auch gerade schon. Das ist nicht schön, aber die ist alt. Ja. Und natürlich ganz, ganz schrecklich ist die mit dem Techno-Remix, ne? Hier. Das ist das Gruseln von Anfang der 90er. Ja. Das war aber so eine halboffizielle damals. Die habe ich zumindest auch. Ja. Oh, die Aces. Naja, gut. Die meisten davon, also mir reichen ungefähr 10 Best-Offs. Du hast 40, ne? So ungefähr, nee, 36 ne? Grad. 36, ja gut. Habe ich ja nicht so falsch geschätzt. Das ist fürs Autofahren ganz gut. Ja, das braucht man noch. Braucht man 36 fürs Auto, das stimmt, ja. Wie oft hast du die Killers? Ja, die habe ich öfter, aber das sind ja, da geht es ja um verschiedene Pressungen und so. Also. Jetzt irgendwie, habe ich kürzlich eine Pressung aus Asien gefunden. Ich weiß nicht mehr, malaysische Pressung oder so. Da habe ich mich tierisch gefreut, dass ich die gefunden habe. Aber die spiele ich natürlich alle ab. Also die spiele ich dann einmal ab, diese Pressung. Dann kommen die in mein Regal und da werden die halt gesammelt. Ne? Oder es gibt ja auch verschiedene japanische Presser, die sind manchmal den europäischen überlegen. Manchmal hört man das ein bisschen besser klingen, aber ja gut, okay, du hast recht, es ist genau bescheuert. Das stimmt schon, oder? Gut, also das wollten wir euch nur mal zeigen, weil ich kenne niemanden, der das sonst macht außer dir. Ich kenne niemanden, der Best-Offs von allen Bands sammelt, und zwar egal, wer diese Best-Offs rausgeholt hat. Nicht ganz. Aber jetzt hast du dir 7 Scorpions, das ist auch sinnvoll. 7 Scorpions Best-Offs hat er die sich gekauft. Die sind aber ein bisschen sinnvoller als die Motorhead, weil da meist irgendwelche Exklusiv-Tracks drauf sind. Aha. Und die gibt es woanders nicht? Nee, die sind zwar alle nicht gut, muss man auch dazu sagen. Deadly Sting, The Mercury Years, nochmal Deadly Sting, aber Still Loving You, mit anderen Bonus-Tracks. The Ballads.
Ja, das ist. Ja, aber Balladensampler gibt es noch mehr davon, die zu Hause gelassen, weil die sind da TÜNEF, aber das sind die, die man haben könnte. Aha, ich dachte, das wären deine Einkäufe von dieser Woche. Nee, nicht ganz. Die Einkäufe von den 2 Wochen, wo wir das halt fertig gemacht haben, die waren krass. Da können wir froh sein, dass sie nach Hause geschafft sind. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, da hatten wir ja hier, als wir die Grußbotschaft gemacht haben, war doch hier dein ganzer Schreibtisch voll. Ich war ja danach dann nochmal weg. Ich habe ja die Sauerlandtour noch gemacht, nach Werl und nach Sundern. Ja. Und das hat sich durchaus gelohnt. Also du hast die Tour bedeutet, du hast Plattenläden da abgeklappert. Genau. In Sauerland und in Sundern. Und hast weitere Schätze gefunden. Ja. Den hier zum Beispiel auch? Hast du den da? Nee, den habe ich aus Bonn, aber der Laden ist wirklich herausragend. Nobis Plattenladen. Der Flippert Jahr 30. Das schlechteste der Flippert Album. Als muss man aber auch unbedingt haben. Es sind komplett andere Bonustracks als bei der Doppel-CD der 90er. Hier sind 5 schlechte Songs mehr drauf. Das ist cool. Und ganz viele Demo-Versionen. Auf der alten war ja die Bonus-CD eine Akustik. Okay, Demo-Version, muss ich sagen, reizt mich als Fan natürlich auch. Also wenn es Maiden-CDs mit Demo-Version gibt, die würde ich alle kaufen. Wo Steve Harris vielleicht noch singt, Pilotspuren oder sowas, weil hier singt Phil Collins viele Songs ein. Okay, das macht die Sache nur wirklich interessant. Gut, okay, dann darf ich mich nicht drüber lustig machen. Dann ist das natürlich keine Single-B-Seiten. Klasse. Großartig, sondern... Und, gut, das Booklet wird wahrscheinlich identisch sein mit dem... von der normalen Reissue, aber gut. Nee, dann mache ich darüber jetzt keine dummen Witze. Gut, du musst übrigens viel mehr reden, du musst mir viel mehr ins Wort fallen. Ich bin... Unhöflich sein, so richtig. Letztes Mal hat jemand gesagt, ich wäre dir immer ins Wort gefallen. Wir hatten beim letzten Mal noch die alte Kamera. Claudia steht jetzt hier mit einer neuen Kamera, deswegen ist auch hoffentlich die Qualität von Ton und Bild besser. Und bei der alten Kamera mussten wir alle 20 Minuten, glaube ich, einen Cut machen. Und ich hatte im Hinterkopf sitzen, dass wir nicht länger als 20 Minuten sein dürfen. Deswegen bin ich dir zu oft ins Wort gefallen. Aber jetzt musst du das machen. Wir haben jetzt hier unbegrenzte Laufzeit. Also, sag, wenn ich zu viel rede... Wird das nachher noch verlangt. Ja, mach das. Also, musst mehr... kurz mach ich dich ab jetzt. Sag mal jetzt irgendwas, was dich richtig ärgert. Das Shirt hast du ja schon ausgezogen. Also ein Hörner und Death Metal unterschreiben geht gar nicht. Ja gut, das ist ja ein Gag, ne? Das ist ja ein Gag, obwohl das gibt es auch. Death Metal gibt es auch in so Kinderschreibschrift. Da finde ich den Gag ein bisschen besser. Ja. Aber das hat ja Stappi mir deswegen geschenkt, weil ich mich auf Lebenszeit damit lächerlich machen soll. Ne? Das war gar kein richtiges Geschenk oder Freudenstappi, ne? Das habe ich gemerkt. Oh. Gemerkt, dass da ein Hintergedanke dabei war. So, komm, dann gehen wir mal das Heft durch. Uns fällt noch genug Unfug wahrscheinlich ein im Laufe des Gesprächs. Also die Hefte sind heute druckfrisch aus der Druckerei gekommen. Gerade vor 2 Stunden oder so war der Lieferwagen hier. Und ja, also ich finde den Titel ist von Nine, finde ich sehr schön. Also... Und ich finde auch das Thema Show No Mercy gut, aber das ist natürlich Geschmackssache. Es gab tatsächlich einen, wir haben also Musiker gefragt, die uns Statements geben sollten über das Album. Also wir haben, das ist ein Special und wir haben natürlich alles zusammengetragen, was um dieses Album rum, was es da zu schreiben gibt und so. Also Interview mit dem Produzenten und dem Plattenboss und Kerry King ist dabei und so weiter. Aber wir haben auch namhafte Musiker gefragt, was fällt euch zu Show No Mercy ein? Die meisten haben dann sofort gesagt, boah, super Meilenstein und hat mich tief beeinflusst. Also Militom, Angel Ripper und so weiter. Schmier haben natürlich gesagt, das war für sie auch ein Startschuss in ihre Karrieren rein. Aber Tom Warrior hat zum Beispiel gesagt, das Album hat ihn völlig kalt gelassen. Das war damals nicht sein Ding. Also der hatte sich auf andere... Oh. Tom ist ja ein bisschen älter, ne? Als Mille, Schmier und Tom Angel Ripper. Die sind alle genauso alt wie ich. Und Tom ist auch 2 Jahre älter. Aber also Tom Angel Ripper ist 2 Jahre älter. Aber egal, gut. Also nicht jeder teilt die Meinung, dass das hier ein totaler Meilenstein ist. Es ist auch nicht für jeden das beste Slayer-Album natürlich. Für mich ist es auch Hell Awaits, aber es ist halt der Startschuss. Ne? Also deswegen der Startschuss für Slayer. Und es war schon damals ein originelles Album. Ne? Auch wenn es Venom und Metallica schon gab zu der Zeit. Aber ja, und Exciter.
Und Exciter, genau, richtig, genau. Mhm. Und zwar auch Exciter und Metallica im selben Jahr. Die waren ja wenige Monate vorher veröffentlicht worden, ne? Ja, ich möchte gar nicht wissen, wie das ist, wenn man die Alben wirklich chronologisch kennengelernt hat. Bei mir ging es mir mit Slayer von South of Heaven an, kreuz und quer rückwärts. Aber es war der erste Rückenaufnäher, zumindest in einer Phase, wo die Kutten ja sehr schnell weggenommen und kaputt gemacht wurden. Zusammen mit dem Seven Sun Cover und dem Damage Incorporated. Ja, die waren zu Hause nicht so gern gesehen damals. Was, deine Eltern? Haben dir deine Kutten kaputt gemacht? Ja. Ach, ja, das ist aber lang her. Meine Mutter hat die Aufnäher aufgenäht. Nee, das habe ich selber gemacht und das hat man auch innen gesehen. Also das ist ja heute noch bei den Sachen, die ich selbst gemacht habe, innen drin. Das ist. Ich hatte so eine Mischform. Ich habe, wenn es keine Aufnäher gab, habe ich gestickt mit der Hand. Zum Beispiel Rainbow-Logo mit verschiedenfarbigen Buchstaben, das habe ich mir reingesteckt. Das habe ich niemals gesehen. Da gab es keinen Aufnäher von, aber es gab ja zum Beispiel damals, ich kann mich erinnern, die More Maxi. Kannst du dich an die We Are The Band Maxi erinnern? Hast du, glaube ich, die Tage erst gekauft, die, ne? Genau, die habe ich im Sauerland gefunden. Ja, da waren Aufnäher bei damals, da war ein More-Patch bei. Okay, ja, der war jetzt leider in der Fassung nicht dabei. Da war allerdings, dass man maximal 6 D-Mark dafür ausgeben sollte, war, glaube ich, fest draufgedruckt. Das war noch nicht mal ein Aufkleber. Also es war wirklich eine deutsche Pressung, die ich da jetzt gefunden habe. Du wirst wahrscheinlich eine englische gehabt haben. Ist ja cool, das weiß ich gar nicht mehr, wo der auf. Der Patch bei der Englische oder bei der Deutschen war, weiß ich nicht. War auf jeden Fall eine Kult-Maxi und den Aufnäher hat dann meine Mutter drauf genäht. Also anstatt mir meine Kutte kaputt zu reißen. Ja, das war besser als Kind schon zu mir gezogen damals. Hätte mehr Spaß gehabt im Leben. Also nicht, dass du mir jetzt deine Mutter auf den Hals setzt hier, ne? Du hattest ja andere Leute bei dir wohnen zwischendurch. Ist deine Mutter genauso gewalttätig wie du? Oder habt ihr ein ähnliches Naturell in der... Ähnliches Naturell nicht. Ich glaube, die streitet viel lieber als ich. Also die hat einen tierischen Spaß irgendwo, was weiß ich, wenn beim Amt was schief läuft oder sowas, dann sich die boshaften Worte, die aber völlig angebracht sind, zurechtzulegen und die dann abzufeuern, die eine Salve nach der anderen. Und das ist jetzt nicht so mein Hobby. Ich kann sagen, so bist du aber nicht. Nein, ich stell mir das immer vor, ich mach's dann nur nicht. Du bist ja viel zu tolerant, du akzeptierst ja... Meine Katharsis ist schon, dass ich das nur durchdenke und das reicht mir dann schon. Ich muss es dann nicht in die Tat umsetzen. Du akzeptierst ja jeden Musikgeschmack. Also wir haben ja ein paar Mitarbeiter, die kann ich jetzt natürlich hier nicht namentlich nennen. Die haben auch alle ihre Berechtigung, aber manche haben ja einen Geschmack. Also da ist ja wirklich wie Kraut und Rüben. Und, ja, aber die muss man ja nicht teilen. Nee, aber du siehst dann die eine Platte, die ihr gemeinsam habt. Also gibt dann zwei Mitarbeiter, die suchen sich 100 Platten aus und 99 sind unterschiedlich, aber die eine ist gemeinsam und du feierst die eine gemeinsam ab. Ja, Unity-Gedanke. Ich hätte den Hardcore wechseln sollen, aber so irgendwie hat das nie hingehauen. Ja, niemand gut, unsere Szene braucht auch ein gutes Gewissen, also nicht nur die Hardcore-Szene, ne? Und deswegen haben wir dich eingekauft. Das war der Grund. So, 156 Seiten haben wir gemacht, weil natürlich muss eine Comeback aus... Ja, Comeback klingt jetzt albern, ne? Wir haben ein Heft ausgesetzt, aber natürlich muss das Heft entsprechend dick sein. Es hatte sich ja viel angesammelt, sind auch wieder 2 Seiten Reviews mehr drin, weil wir nicht alles, was normalerweise in dem ausgelassenen Heft drin gewesen wäre, unter den Tisch fallen lassen wollten, sondern wir haben natürlich versucht, alle wichtigen Releases hier reinzunehmen und naja, gehen wir mal durch. So, wir haben eine neue Mitarbeiterin, die Silvi aus Jena. Kann man jetzt sicherlich da nicht erkennen, Foto ist zu klein, aber die hatten Geschmack wie, ich würde sagen, eine weibliche Ausgabe von Michael Kosi, Klaas Schucker und Lothar, ja, also richtiger Metalhead, wir kennen... Silvi schon lange von Festivals, die läuft uns überall über den Weg und zwar bei allen guten Festivals ist er am Start, bis hin zu, jetzt kam sie gerade aus Athen zurück, ab der Hammers, glaube ich, ne? war sie gerade. Ja, die hatte ja wohl richtig Schwein, dass es mit dem Hinflug und so geklappt hat, weil das war noch in der Streikphase, die ja jetzt mittlerweile vorbei ist von Bahn und Fliegern, aber da sah es zwischendurch ja gar nicht so gut aus, aber hat wohl geklappt. Vom Gemüt her kommst du mir eher vor wie du? Ich weiß ja nicht, ich kenne sie ja jetzt im Moment nur vom Schreiben. Wir haben ja auch toll wütige Mitarbeiterinnen, aber da gehört sie nicht dazu. Also Tollwut hat sie noch nicht. Aber das kann sich auch erst entwickeln im Laufe der Zeit, das weiß man nicht. Ne? Gut, also eine neue Mitarbeiterin haben wir in der Pause angestellt.
Dann hier, es gibt ein neues Nestor-Album, was Lothar zum Wahnsinn treibt. Ich finde es auch sehr gut. Soundtrack meines Lebens kommt von Marco Stock von Imperium und The Vision Bleak. So. Interessante Kolumne von El Rojo. Also Robert Servas von Ex-Metal Inquisitor. Ja, dann kommt die Titelgeschichte, ne? Slayer. Du sollst mir ins Wort fallen. Ja, womit denn? Dass Kerry King noch Haare hat? Ja, fällt dir denn zu Slayer nichts ein? Es gibt einen coolen Re-Release von Show No Mercy, eine Box. Ryan Slagle, mein Zwillingsbruder aus Amerika, hat die Platte produziert damals, hat sehr interessante Sachen dazu erzählt. Dann haben wir hier Musikerkommentare von allen, die irgendwie von Slayer beeinflusst sind. Kuschke von, also Infernal, beziehungsweise Markus von Desaster, hört das Album, glaube ich, hat er mir irgendwann mal gesagt, einmal die Woche oder so, seit Erscheinen. Ja, okay, Fenris hat auch was geschrieben. Fenris hat einen kleinen Roman geschrieben. Bei Fenris ist interessant, es gibt bei Show No Mercy eine Besonderheit in der Aufnahme, und zwar was die Schlagzeugaufnahme angeht. Da will ich jetzt aber nicht zu viel zu sagen. Also manche Die Hard Slayer-Fans wissen das, aber viele werden das auch nicht wissen und werden sich auch jetzt nicht so ganz erklären können, was die Besonderheit ist. Das erklärt aber Fenris zum Beispiel. Es ist interessant und deswegen nehme ich das jetzt nicht vorweg. Gary Holt hat natürlich was gesagt. Dann derjenige, der die Platte noch mal etwas nachjustiert hat, Patrick W. Engel, hat mal erklärt, was das eigentlich ist, wenn man eine Platte remastert oder nachfettet oder wie immer man das nennen möchte. Patrick macht das ja mit vielen Klassikern und er hat jetzt mal gesagt, was er da eigentlich gemacht hat. Ich liebe diese alten Fotos. Das war, glaube ich, somit das erste Slayer-Foto, was ich gesehen habe. Das war in den Stars on Trash Sampler nämlich auch drin, da wo sie ihre Black Metal Foto Session hatten, alle mit Make-up und ja, noch langen Haaren und tief über die Jungfrau gebeugt. Ne? Das hätte ich dir nicht zugetraut, dass du jetzt gerade das Bild anhimmelst. Doch, das wäre. Wo eine Jungfrau geopfert wird. Ja. Würdest dein Image jetzt loswerden, ne? Genau. Das war der Hintersinn. Bam. So einfach geht das. Funktioniert natürlich. Kannst du dir einfach ein Zeher-Foto raussuchen. Ist ein bisschen billig, aber. Und denk, du bist jetzt. Ja. Naja, Versuch war es wert. Kerry King hat ja auch gleichzeitig ein eigenes neues Album gemacht unter dem Namen Kerry King und sehr gutes Interview von Ulf. Also ich bin erstaunt über Kerry und zwar ausschließlich positiv. Positiv, ne? Ja. Also das scheint doch ein cooler Typ zu sein. Und ich hatte den in meiner Erinnerung, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen anders abgespeichert. Aber das stimmt nicht. Also ich habe lange schon nicht mehr mit Kerry geredet und lange schon kein Interview mehr gemacht. Und von daher war ich da nicht auf dem Laufenden. Und was er jetzt in dem Interview mit Ulf abgelassen hat, muss ich sagen, super. Ne? Ich natürlich auch immer ein bisschen daran, welche Fragen man jemandem stellt. Und das Ulf kann das ja. Ne? So, dann haben wir Bruce Dickinson, 4 Seiten. Das kommt jetzt bei uns natürlich ein bisschen spät. Die Platte ist schon Platz 1 gewesen in den Charts, aber trotzdem ist Bruce Dickinson natürlich jemand, den man immer gerne interviewt und sowas können wir auch nicht rauslassen, das geht nicht. Ne? Ja, selbst wenn wir die Letzten sind, die jetzt mit Bruce Dickinson Interview kommen, aber da ist das halt so. Und, ja, und zumal wenn es face-to-face ist, ne? Das ist ja auch schon mal eine andere Situation nochmal. Genau. Die sich lohnt. Genau. Ja, ich finde das Album super. Hat auch, kann ich auch jetzt schon vorwegnehmen, hat auch den Soundtrack bei uns gewonnen, ne? Bruce Dickinson. Hat sich nicht abgenutzt bis jetzt, oder? Also bei mir nicht. Ja. Ich hab vor 3 Monaten, knapp 3 Monaten, den ersten Link bekommen zu dem Album. Dann habe ich das natürlich kräftig gehört, um mich auch darauf vorzubereiten und so weiter. Also auf das Interview und auf das Review vorzubereiten. Und ich höre die seitdem ständig. Also für mich ist es bis jetzt das Album des Jahres. Noch 2024. Ja, knapp vor Saxon. Also die Saxon finde ich auch sensationell gut. Also das, ich meine, Saxon machen immer gute Alben. Die haben also, sagen wir mal, die Flops, die Saxon gemacht haben, kann man an einer Hand abzählen. Metalheads habe ich auf der Fahrt wieder gehört. Die ist wirklich nahezu durchgehend schrecklich.
schrecklich, würde ich nicht sagen. Das ja, aber guck mal, dieser unglaublich moderne Gitarrensound und sowas, der dann auch noch völlig verspätet kam und ja, dann dieses okay, ja. sehr schaumgebremste und dann teilweise verzerrte Stimme dabei und sowas. Also, das fand ich wirklich gut. Killing Ground ist dann schon besser und die Sachen aus den also mit 90ern. Für mich ist Destiny, Destiny ist für mich der Tiefpunkt. Ja, aus anderen Gründen, ne? Also, ja. Auch aber die Platte finde ich selber. Auch vom Songwriting her nicht gut. Also, ja. Das ist, also die Platte gefällt mir gar nicht und ist auch übrigens Biffs Anti-Favorit. Also auch Biff sagt, ja, hat wohl mal gesagt, ist seiner Meinung nach das schwächste Saxon-Album. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen zu, aber die letzte zum Beispiel, Carpe Diem, war auch ein richtig starkes Album. Und jetzt sind sie aber mit einem, jetzt sind sie mit einem Album gekommen, was wirklich auch Ende der 90er. Damals, sag mal schnell, was war Unleashed the Beast war. Unleashed the Beast, genau. Das war die letzte, wahrscheinlich die richtige Klassiker war, ja. aus meinen Augen. Und der hätte also danach kommen können, dieses Album. Mhm. Also, aber trotzdem liegt die Bruce Dickinson noch kurz knapp davor und sieht sich auch knapp vor der Judas Priest, die ja auch von allen gelobt wird und auch zu Recht gelobt. Also, aber ich finde die Judas Priest nicht am Stück so stark wie die Bruce Dickinson. Also bei der Judas Priest gibt es 3-4 Nummern, die mir nicht gefallen oder nicht ganz so gut gefallen, sage ich mal. Aber ist natürlich jetzt meckern auf hohem Niveau. Also muss man auch nicht. Man muss jetzt mal in der Suppe suchen. Ne? Sind schon alle drei Scheiben sind schon richtig gut. Ne? Jo, okay. Bruce Dickinson, dann hier eins deiner besten Interviews, die du eigentlich in deiner Zeit bei Death Forever gemacht hast. Necrophobic, die neue Necrophobic finde ich auch stark und ich finde das Interview sehr gut. Und ich muss sagen, mit wem hast du mit Sebastian das gesprochen? Manfred, genau. Sebastian ist ein super sympathischer Typ und ein echter Metalhead. Also das sind Leute, mit denen würde ich in Urlaub fahren. Da wüsste ich, da hast du jeden Tag genug Gesprächsstoff und die sind nicht doof, aber trotzdem total fanatisch. Also genau so, wie ich es liebe. Das ist super. Ja, gut, mit dem kannst du einfach Tag verbringen. Ein Gespräch. Abends, wenn es dann an die Alkoholvorräte geht, dann wird er sich ja dadurch tun. Da ist er ja nicht mehr viel zu haben. Ja, aber ich glaube, dass er trotzdem halt unterhaltsam ist und so. Und also auch wenn er inzwischen weniger Party macht als früher, aber ich habe den auch gar nicht so in Erinnerung, dass der immer überall durchgedreht ist, sondern das war schon immer eigentlich abseits der Bühne war das immer eher ein stiller Typ. Aber jemand, mit dem du halt schon klasse klarkommen kannst. Also, total, ja. ja. Und wie gesagt, Interview ist super. Die Hard Wars Fanatiker. Respekt. Respekt. Ja? Dankeschön. Respekt. Mal gucken, wann da knallrot wird. Respekt. Ja, geht ja schon los. Im Moment wirst du gerade eher rot. Ja. ja. Soll ich mir vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden? Mein Blutdruck steigt, ja. so, weil ich so begeistert bin. Begeisterung selbst. Ja, okay. Of Disease. Das ist ja auch ein Thema, wo im Moment alle drüber reden. Oder, das hat man auf Konzerten wirklich gemerkt, ja. So seit die Platte drei Seiten von Andy Scholz auch ein sehr gutes Interview. Ich habe sie leider verpasst jetzt am Wochenende. Die haben ja in München gespielt. Herr Dollinger war für uns ja berichtend auch da zu dem Zeitpunkt. Ich musste da noch mal ins Auto ein bisschen schlafen. Ich wollte gerade sagen, du warst da auch da. Ich war auch da, aber die haben halt super früh gespielt, am zweiten Tag vom Dark Easter und da war ich noch nicht in der Lage. Hast du dich pennen gelegt? ja. Weil du so viel gefeiert hattest den Abend vorher oder warum? Ja, Husky ist schuld, der hat mit Schnaps angefangen am Tag davor. na gut, okay, dann sei dir das ja verziehen. Nein, ich hätte es gern gesehen, ich ärgere mich im Nachhinein sehr darüber. Aber wie gesagt, Andi war gut, der Auftritt. Ja, das Album ist viel diskutiert. Also es ist ein mutiges Album. Die haben sich weit aus dem Fenster gelehnt. Die haben auch ein bisschen, also es klingt jetzt nicht wie alte Chapel of Disease. Auch wenn man immer noch die Band erkennt. Aber da sind schon viele Neuerungen im Sound. Und das wird natürlich alles hier im Detail seziert. Und Andi hat auch an einer Stelle kritisch nachgehakt. Auch das fand ich gut. Ich sag jetzt nicht, um welchen Kritikpunkt es da geht, aber ich teile da Andis Meinung und finde es gut, dass er das auch so deutlich rausgestellt hat. Aber so drei Seiten, interessantes Interview von Andi Scholz zu Chapel of Disease. Midnight von Ulf. Ja, Ulf und Midnight, was soll da rauskommen, kann man sich vorstellen. ne? ja. Das kann man eigentlich irgendwie, das weiß man vorher, ja. was da drin steht. Aber es ist natürlich sehr unterhaltsam. So, und dann haben wir, da sind wir auch sehr spät diesmal, weil ja die
Es wäre eigentlich in der Nummer gewesen, die ausgefallen ist in dem Heft, nämlich die Pollergebnisse. So, jetzt bist du dran. Ja, das Alben des Jahres waren sowas von Klane mit Zeit vor Aeon mit weitem Abstand und dann Sirius Ungold, Sorcerer, Thronehammer und Night Eternal. Das war irgendwie sehr, sehr schnell gesetzt, meinte auch wieder der Frank, der die ausgewertet hat. Das hast du ganz schnell gemerkt und das hat sich dann nur noch weiter verfestigt. Also, die sind dann. Ja, wir werten immer alles aus, was bis zum Einsendeschluss kommt. Also, ja. Das, was nach dem Einsendeschluss noch bei uns einflattert, das können wir nicht mehr berücksichtigen, weil irgendwann müssen ja die Ergebnisse auch feststehen. Also, wir werten immer bis zum Einsendeschluss aus, aber oft steht das Ergebnis schon nach der ersten Woche fest. Ne? Also, nach der ersten Woche, nach der Frank ausgezählt also, hat man schon die, also die ganz klare Tendenz. Ne? Gerade bei den Alben des Jahres und auch bei den Newcomern ist das wohl meist so. Das ist natürlich so, dass sich also Album 80 kann sich auf Album 65 noch schieben, so ungefähr. Ne? Da unten, genau. Wo es weniger Stimmen gibt, da tut sich noch was, aber da oben ist eigentlich alles in Stein gemeißelt schnell. Ne? Genau. Was war denn dein Album des Jahres? Oh ja, meins war ja die Malocarpata, die ist, glaube ich, auch noch immer so knapp unter den 20 19, noch drin, ja, auf 19. Also die ist noch drin und ja, die Varatron, die hat KK's auch Priest ist oben. Ziemlich hoch drin. Metallica ist auch überraschend hoch auf Platz 14, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Ja, wobei die dann auch bei dem, was war es, bei den Ärgernissen oder so, ist Metallica auch drin, aber das ist ja bei solchen Bands klar, dass das ja sonst auch oftmals was ich bei Menno oder Bands, die halt sehr polarisieren, die hat man dann ja oftmals sowohl bei den Highlights als auch. Mich freut aber zum Beispiel auch, dass wir so Sachen wie Dritte Wahl und Eric Cohen auch drin haben. Also, dass es bei uns Leser gibt, die auch sowas hören und Leserinnen natürlich, die auch sowas hören und die sowas auch reinwählen bei uns ins Heft. Und zwar so zahlreich, dass es eben reicht, unter die Top 50 zu kommen. Und so, das finde ich schon erwähnenswert. Ja, selbst die Rolling Stones haben es mit ihrem vielleicht letzten Album reingeschafft noch, ne? So, die sind 57 so. Also ja, sind auch irgendwo drin, ja. Dementsprechend auch nicht so unter ferner liefen. Nee, und die Newcomer des Jahres, Kerrigan, liegen mit ihrem Album deutlich unter Dritte Wahl zum Beispiel. Das ist, obwohl sie bei Newcomer des Jahres abgeräumt haben. Ja. Also da sieht man, wie weit der Horizont der Leserschaft ist. Aber alles im, meiner Meinung nach, geschmackvollen Rahmen. Also. Das geht zwar sehr weit, aber es bewegt sich trotzdem in dem Universum, in dem wir sein wollen. Und also irgendein Quatsch kommt hier eigentlich so gut wie gar nicht vor. Ach, guck mal, bei den Newcomern sind 16 sogar die Thriller, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, aber die Claudia uns nahegebracht hat. Ach so, ja, jetzt grinst Claudia sich ein hinter der Kamera. Genau, die hatten wir die Tage mal gehört. Die waren mir kein Begriff bis dahin. Aber es fällt doch auf, auch bei den Lieblingsbands, also wir haben 75 Lieblingsbands gelistet, dass zum Beispiel so Sachen wie Ramones kommen vor, was man jetzt nicht erwarten würde, oder Reverend Bizarre sind drin, oder längst tote Bands sind natürlich drin, Type O Negative auf Platz 26 der Lieblingsbands. Aber es kommt kein Quatsch vor, oder? Ja, ja. Siehst du irgendwas Peinliches da drin? Nee. Nee, ne? Nee. Also Plastik-Metal und das, worüber wir uns gerne lustig machen, das ist eigentlich nicht vertreten, also gut wie nicht vertreten. Und die Leser hören ja nicht auf uns, wenn die ihre Polls auswerten, im Gegenteil. Aber sie beweisen alle Geschmack. Also muss schon sagen, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Das hat mir das sehr gerne durchgelesen. Finde ich echt super. Respekt an euch jetzt. So, Deppenärgernisse und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die man auch zum Teil weiß. Was interessant ist, wir machen ja immer in jedem Poll, nehmen wir ja eine große Band. Also eine eurer Top 10 Bands und lassen euch dann die Lieblingsalben wählen. Und diesmal haben wir passenderweise Slayer. Nicht wegen der Titelstory, sondern Slayer waren an der Reihe, weil wir hatten schon. Wir wussten es vorher gar nicht, ne? Nee, zu dem Zeitpunkt, wo wir Poll gemacht haben. Poll festlegen mussten. Wussten wir noch nicht, dass wir jetzt so eine Titelstory machen. Es hat sich da, die Idee hat sich kurz darauf ergeben. Aber was hat man denn schon für Bands?
Neben Metallica, Motorhead. AC/DC hatten wir auf jeden Fall. AC/DC hatten wir Rush on. Nee, aber ich glaube, Rush wäre dann auch über die Grenze hinaus, oder? Weil entweder man vergöttert die Band oder man versteht sie so gar nicht. Da hätten wir wahrscheinlich zu viele, die gar nicht erst was einsenden würden. Sexen müssen wir. Sexen wäre eine Idee, genau. Ne? Müssen wir mal vielleicht beim nächsten Mal machen oder so. Ja, gut, die Band muss natürlich erstmal genug Alben haben. Also bei Type O Negative zum Beispiel macht es wenig Sinn, weil die haben nicht genügend Studioalben. Uh-huh. Also da ist. Slayer haben jetzt auch keinen Katalog wie Maiden, aber Slayer haben zumindest so viele Alben, dass nicht alle in die Top 10 kommen können und da auch ein paar rausbleiben. Ja, Platz 1 hätte man sich ausrechnen können, ne? Ja. Also Platz 1 ist Rain in Blood, aber danach verrate ich es nicht. Also danach kommen durchaus ein paar Überraschungen in der Slayer Top 10. So, Dool. Nicht Duel, sondern Dool. Das ist ein holländisches Wort. 3 Seiten Interview von Gaule. Ja, von Paul Köhler, ne? Mhm. Von wem auch sonst. Mit Raven, ehemals Rihanna. Ist interessant und starkes Album. Und ja, ansonsten kann man das schlecht in 2 Worten zusammenfassen. Das geht nicht. Also müsst ihr schon selber lesen. Also 3 Seiten Dool von Paul, 2 Seiten Rage von Stappi. Ja, für jede CD eine Seite, ne? Ja, Doppelalbum, ja. Ne? Genau, aber eins mit Orchester, eins sehr puristisch und hart. Und wie findest du? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welches ich davon besser finden soll. Manchmal ist es das Orchester-Dingen. Auszugsweise, manchmal ist es die harte Platte. Also ich finde es ein super Ohrwürmer auf beiden drauf. Und auch seine Band. Ich meine, wenn wir bei Bands sind, die viel rausgebracht haben, ich glaube, niemand ist so fleißig wie Rage, oder? Die sind ja kurz vorm 30. Album schon. Plus jede Menge EPs und Live-Veröffentlichungen und Compilations und so. Also wirklich so ein unglaublich umfassenden Katalog. Wer hat denn schon? Stimmt. Und durchgehend eigentlich hohes Niveau, ne? Ja. Also es gibt wenige Stinker in der Rage-Geschichte. Ne? Sowas wie Digger in der Gravedigger-History gibt es bei Rage nicht. Nö. Ich habe das Digger-Album letztes Mal wieder aufgelegt, einfach so aus Spaß. Ne? Das heißt, meine Fresse. War das schlimm. Man muss am Produzent auch hören, oder? Man muss am Produzent merken, dass man da gerade was aufnimmt, was überhaupt keine Chance hat in keinem Genre. Hast du die Platte ein bisschen im Ohr? Ich habe die im Ohr, ja. Und das ist halt... Ich meine, Sinner haben genau dasselbe zu der Zeit versucht, ne, deutlich softer zu werden. Ja, und Sinner haben es viel besser gemacht. Geilerem Songwriting. Und natürlich, wenn du versuchst, diese Schlüpferstörmaschine zu fahren irgendwo und auf ein normal Rockpublikum setzen ist, dann solltest du halt auch einen Sänger haben, der melodisch halt was hinbekommt. Und Chris kann andere Sachen gut, aber das halt wirklich nicht. Das Ich meine, die Band hat ja selber eingesehen, dass das Album Mist ist. Ich finde es allerdings auch ein bisschen billig, das alles dann auf die Plattenfirma zu schieben und zu sagen, die Plattenfirma hat uns dazu gedrängt, das zu machen, weil ich meine, die Songs hat man ja immer noch selber geschrieben. Ja, aber ich glaube, er hat ja auch schon mehrfach gesagt, dass er es damals selber wollte und sich so nicht so ganz versteht. Also er hat doch manchmal dazu durchaus Positionen eingenommen, wie Tom zu Du hast mir letztens eine Gravedigger-CD geschenkt. Mit den Demos, die danach kamen. Mit den Demos und da ist ein Booklet drin und in dem Booklet ist ein Interview und in dem Interview wird auch die Digger angesprochen. Das war übrigens auch der Anstoß, warum ich mir die wieder aus dem Regal gezogen habe, um mir die anzuhören. Und da ist es so, dass man sagt, ja, wir waren naiv, wir haben uns damals reinreden lassen von der Plattenfirma, aber der Produzent wollte auf einmal, dass ich mit einer klaren Stimme singe. Und ich meine, letztendlich bin ich ja derjenige, der es dann einsingt. Ja, also das muss man ja schon, da muss man ja schon zustehen, dass man dann auch den Großteil der ganzen Geschichte selber verbrochen hat. Ne? So wie zum Beispiel Tom Warrior, wenn er über Coldplay spricht. Ja. Der sagt, das ist unser Scheiß, den haben wir geschrieben da, was haben wir aufgenommen und das ist natürlich nicht gut gewesen. Ne? Also da muss man schon irgendwie so selbstkritisch sein, meiner Meinung nach, dass man, ich will nicht zu weit ausholen, aber sowas gibt es bei Rage jetzt jedenfalls nicht im Katalog und du hast schon recht, du sagst, das ist ein sehr gutes Doppelalbum. Ne? Aber die Rage, Gravedigger lohnt sich übrigens ja wirklich, ne? Mit den Demos, die ja quasi die Vorstufe waren dann zum Reaper-Album und zum Comeback. Der Symphony of Death EP, die danach rauskam. Die meisten Songs wurden da ja vorweggenommen in teilweise mehreren Varianten, wo nach und nach dann auch die Besetzung, die dann in den 90ern gültig war, sich rauskristallisiert hat. Also das war eine super Phase, gerade überhaupt die 90er-Alben, ne? Auch die Konzeptalben, die danach kamen. Du müsstest dir
Jetzt singen wir dann, ich höre dir nicht zu. Ich habe das schon gehört. Also bis Konzeptalbum habe ich zugehört. Aber mir fällt gerade mal auf, dass du eigentlich T-Shirts kaufen solltest, wo das Logo auf dem Bauch steht. Ich kann nicht erkennen, was du für ein Shirt hast. Also, ist ja, auch aber da muss man schon, man muss dir schon so nah sein, dass man unter hier unter diesen Bart gucken kann und dann kann man das Logo sehen, aber man kann es an den Farben erkennen, oder? Ja, schon. Aber wenn jetzt hier zum Beispiel, wenn das gar kein Motiv wäre und hier wird Diabolik stehen, dann wärst du eine super Werbefläche. Also du meinst, ich sollte sowieso wie Randalika auf dem Bauch so. Genau, richtig. Genau. Also Bauchnabel, Tattoo-Logo-mäßig. Ja. Genau. Das haben wir deswegen gemacht, weil alle von Randalika ja Haare bis hier hatten. Ja, genau. Das deswegen, Sänger, ja, diese Bärte auch. Ne? Dann haben wir genau ausgerechnet, wo die Haare aufhören und wo das Logo anfangen muss. So war das. Ich habe mir ja in Werl in dem Laden hier von einem Ex-Orden-Ogern-Basser Lars, der dann auf der Grave Digger, auf der Beutenal-Solo-Platte übrigens Bass gespielt hat, die du so schön verrissen hast, was er mit Humor genommen hat. Da habe ich mir ja die Randalika Maxi nochmal geholt. Die hatte ich irgendwann und ich weiß nicht, wo sie gelandet ist. War Langfinger. Nehmt immer. Ja. Hätte ich die Sirens gehabt oder so, dann wäre es die gewesen, aber so muss halt die Randalika dran glauben. Ne? Und jetzt habe ich es eigentlich wieder. Ja, da hat es mir jetzt. Da. Das rahme ich mir ein. Also wenn das jetzt hier, wenn Claudia mir nachher den Zusammenschnitt spielt, werde ich mir das rausschneiden und... Schneid's aus dem Band raus, was da gar nicht mehr läuft bei dieser modernen Kamera. Ich muss nur überlegen, wie ich das an die Wand kriege. Wie kriege ich ein akustisches Statement von dir an die Wand? Aber irgendwie schaffe ich das schon. Irgendwie fällt mir was dazu ein. So, jetzt müssen wir uns wieder wichtigen Dingen zuwenden. Ja, genau. Etik, bei Etik gibt es ein... auch bei Etik gibt es ein neues Album. Auch ein gutes Album. Das Interview hat Michael Kosig gemacht. Der ist ja riesiger King Diamond-Fan und ihn erinnern Etik aber gar nicht an King Diamond. Er denkt immer an Crimson Glory wegen dem Namen Etik. So, wir hatten gerade einen kleinen Cut. Der Akku war leer. Jetzt haben wir es an den Strom angeschlossen, neue Kamera, alles schwierig. Wir hatten gerade über Etik gesprochen, Doppelseite von Michael Kosig. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch drauf ist oder nicht. Also gutes neues Album und auch ein Interview, was sich nicht nur um King Diamond dreht. Denn Etik erinnern Michael Kosig eher an Crimson Glory als an King Diamond wegen dem Namen. Mhm. Gut, aber... Alles Weitere könnt ihr dann selber lesen. Megakolossos. Finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also, warum bist du mir so nahe gerückt auf einmal? Anweisung der Regie, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ja, damit Phil Campbell nicht immer zwischen uns herkommt. Der kommt sonst schärfer rüber als wir beide zusammen. Und das, okay, alles klar. Das ist jetzt der Fluch der neuen Kamera. Ich habe ja eh gesagt, dass du so viel mehr in die Maske hast. Wie kommt es, dass ich extra geduscht für die? Videovorstellung? Muss ich mal selber überlegen. Ach, das hing zum Trocknen da. Nee, geduscht habe ich mich gestern erst. Vor allem schwitzt du ja nicht, ne? Ich habe jetzt nichts Böses gesagt. Nee, am Anfang ja schon. Die ersten Male, wo wir gefilmt haben, da habe ich ja schlaflose Nächte gehabt. Mittlerweile geht es ja irgendwie. Du bist wirklich ein Profi, ne? Ja, jetzt schlafe ich davor gut, aber wenn wir dann gleich abgedreht haben, also die nächste Nacht, die wird schlimm. Die wird schlimm, du? Ja. Ja, weil ich mir dann alles durch den Kopf gehen lasse, aber was man hätte besser machen können. Ach Gott! Echt? Nein, natürlich nicht. Die Leute loben dich doch immer. Die sagen immer nur, du redest zu wenig. Das heißt, sie wollen mehr von dir hören. Ja, echt. Also, das ist doch ein positives Signal, was du von der Welt gesetzt kriegst. Du kannst ja keine Albträume haben. Deswegen. Nee, so schlimm ist ja auch nicht. Guck mal, schon haben wir eine Band, die fröhlich auf Fotos ist und... Nee, irgendwie sind mir die zu lustig, ich weiß auch nicht. Und Adventure Metal finde ich alles auch eine scheiß Stilbezeichnung. So. Megakolossos ist ja keine Witzband. Ja, aber ich finde trotzdem, die sind dir zu gut gelaunt? Ja, auch in den Interviews. Das so. Ja. Ja. Also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Also das wäre mir jetzt als allerletztes eingefallen, glaube ich, weil die ja völlig ernsthafte Musik machen und wirklich cool sind. Ja, gut, die lachen halt mal, aber wir lachen ja auch. Also wenn wir beide eine Band wären, dann würden wir dann immer nur böse gucken. Ja, bei diesen Fotos im Hinterhof natürlich schon, oder? Ah,
Arme verschränkt und. Ich finde, man darf auf dem Bandfoto lachen. Außerdem sieht das hier eher wie ein Schnappschuss aus. Das sieht eher so aus, als ob die sich mal eben kurz, als ob der Fotograf gerade einen Witz gemacht hat. Und dann haben sie halt ein Foto gemacht. Na gut, also du darfst ja denken, was du willst. Du darfst ja hören, was du willst. Bocknagger zum Beispiel. Genau, Bocknagger zum Beispiel. Björn Thorsten Jaschinski. Ja, was ist denn so? Ja, zu Bocknagger ist, glaube ich, vor allem zu sagen, dass die... auf der letzten Tour wahnsinnig viele neue Freunde sich gemacht haben. Also ich habe das bei mehreren Festivals erlebt, einfach wo sie nicht Headliner waren. Zum Beispiel dieses Rock Against Racism oder sowas in Duisburg, dieses Umsonst-Festival und so. Ne? Da ist es ja stilistisch bunt gemischt und als die Voices gespielt haben, haben Leute Tränen der Rührung gehabt und sind danach Bocknagger-Fans gewesen. Und beim Partisan war es ähnlich. Leute, die die Band irgendwo auf dem Schirm hatten, aber nicht so gut. Und jetzt auf dem neuen Album ist halt ein Song, der irgendwo in eine ähnliche Richtung geht. Ich meine, die sind ja schon längst keine Band mehr, die man irgendwo in den Black-Metal-Raster packen kann. Die Einflüsse sind da, aber es ist ja wahnsinnig viel Progressivrock. Es ist Folk drin, aber halt eben kein Humper-Dudel-Hüpf- und Metsau-Folk, sondern ernst gemeinter und einfach fantastische Musik. Also wenn ich an Bocknagger denke, dann denke ich an Bands wie Enslaved. Mhm, genau. Die halt auch so quasi natürlich aus einer bestimmten Szene herauskommen, aber die sich so weiterentwickelt haben, dass sie einfach harte Rockbands geworden sind. Und Bocknagger sind schon noch eine Ecke metallischer, ne? Ja. Ist klar, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber... Aber sie sind nicht so straight in ihrem Segment wie Kampfer zum Beispiel. Nein, oder sowas. Die Wurzeln sind ähnliche, aber die haben sich halt viel, viel mehr in eine Nische entwickelt. Und ja, es ist aber auch nicht so übermäßig viel Folk-Gedudel drin. Nee, eben, das stört, kein Gedudel. Das stört mich bei einigen Bands. Mhm. Also da bin ich kein großer Freund von. Du bist da... Also wenn bei dir eine... was ist denn Also ich sag mal, mit Kopi Klani und Co. kannst du mich ja auch jagen. Ja, stimmt. Zum Beispiel, also das ist ja auch absolut keine Musik. Da täte ich dir jetzt Unrecht, stimmt. Aber du hast früher immer geschrieben, du hast ja früher mal Plattenkritiken geschrieben, wo du alles, was man zu einer Platte an Infos bringen kann, in die eine Plattenkritik gepackt hast. Und da stand dann halt drin, dass im Outro des dritten Songs auch noch ein Keyboard erklingt oder so. Solche Sachen. Ein Xylophon-Solo. Oder ein Xylophon-Solo. Ja, bestimmt. Irgendwann war das wirklich mal so. Hast du eine Demo besprochen und dann hast du noch geschrieben, dass da irgendwo im Outro noch ein Instrument ist. Da muss ich jetzt gerade dran denken, wo ich jetzt an exotische Instrumente denke. Ja. Aber ich würde dir jetzt niemals Kopi Klani ankleben. Also das wäre ja gemein. Also gemein bin ich auch nicht. Das trifft so wirklich so gar nicht. Ich möchte dich zwar bis zur Weitblut reizen, weil ich möchte mal einmal, dass du mal richtig ausrastest. Ja. Das wär ein Bild für die Götter. Claudia, hast du eine Idee, was wir da machen können? Die Frage ist ja, ob ich dann aggressiv oder autoaggressiv würde. Wenn ich dann aus dem Fenster springe vor der Kamera, dann ist ja auch doof. Nee, das ist blöd. Das ist kein guter Effekt. Ne? Zumal wir hier sitzen, das wäre tatsächlich gefährlich. Also wenn du hier durchkommst... Durch die Schießscharten komme ich nicht durch. Wenn du es schaffst, bist du tot. Das wollen wir nicht. Also da möchte ich auch nicht schuld dran sein, aber... Wo wir beim letzten Drehen noch so froh waren, dass wir jetzt wieder XL-T-Shirts tragen. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe nicht 36 Motorhead Best auf, sondern 66, würdest du dann durchdrehen? Ja, vor Freude, ich würde mich freuen. Du wüsstest, dass ich gelogen habe, deswegen ist das jetzt blöd. Ace Frehley ist auch so ein Typ, der niemals wütend werden kann. Also der hat ein Interview gemacht mit Ulf. Schon wieder Ulf, drei Seiten. Ja. Ulf ist riesiger Ace-Fan und hat gesagt, bitte lass mich das machen. Das ist mein großes Idol. Und ich glaube, Ace Frehley hat sich in Ulf verliebt, ne? Total. Der hat ihm richtig eine, also fast einen Heiratsantrag gemacht im Interview. Gesagt, er hätte noch nie mit so einem lockeren und positiven Menschen gesprochen wie Ulf oder wie auch immer. Also ich gebe das jetzt nicht ganz authentisch wieder, aber so in der Richtung, ne? Die Atmosphäre war zumindest zum Schießen. Also Ulf, ich habe den ja endlich mal live gesehen und der hat ja erzählt, haben wir aber glaube ich beim letzten Mal schon aufgegriffen, ne?
dass die Sloterdijk auf der Fahrt nach München sich das Tape im Bus angehört haben und gefeiert haben. Ja, hat er vorgespielt. Weil das so unfassbar obskur ist, weil Ace halt auch wahnsinnig viel falsch versteht, weil er so halb taub ist. Er muss beweisen, dass das authentisch ist. Ne? Ich wollte gerade jetzt mich über den Schluss des Interviews so ein bisschen lustig machen, aber das mache ich nicht, weil dann nehme ich Ulf den Gag weg. Das darf man nicht machen. Aber sehr sympathisches Interview und vor allem auch, es geht auch richtig ans Eingemachte, also er redet auch viel über Kiss, also ist jetzt nicht so, es gibt ja auch Leute, die sagen, frag mich bloß nicht dazu. Ja, oder du kriegst das vorher irgendwie vom Promoter gesagt, dass du das nicht darfst und das dann sofort abgebrochen wird. Ja, kann manchmal passieren. Meistens ist es so, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn mir jetzt jemand sagt, rede da bitte nicht drüber, beschränke dir das neue Album. Mhm. Und ich denke, im Laufe des Gesprächs kommt man da drauf, zum Beispiel Bruce Dickinson über Maiden. Ja. Das ist ein Solo-Interview, aber natürlich reden wir auch über Maiden und so weiter. Ist auch kein Problem, weil wenn die Gesprächspartner Bock drauf haben, merkt man das ja. Ne? Und so war es bei Ace jetzt nicht, da wurden keine Vorgaben gemacht, aber wenn wir Vorgaben haben, dann ist es meistens so, dass der Musiker die selber aufbricht, wenn es ein gutes Gespräch ist. Aber wir haben ja schon erlebt, dass Managements abgebrochen haben. Ne? Und das gibt's auch. Ja gut, oder dass im Vorfeld gewarnt wird und der Musiker sieht das gar nicht so eng. Also ich kann mich erinnern, ich wurde vor 20 Jahren mal gewarnt, bitte Fenris gegenüber nur ja nichts Kritisches zu sagen. Und der hat sich darüber kaputt gelacht. Ernsthaft? Ich glaube, das macht doch überhaupt keinen Spaß, wenn es nicht ein bisschen kontrovers ist oder sowas. Was soll das? Ich glaube, dass Fenris das wahrscheinlich irgendwie als Gag selber gestellt hat. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Also Fenris ist ja der Erste, der sich streitet über alles und jeden. Ja. Und zwar aber immer auf eine lustige, sympathische Art und Weise, aber du bist ja nie einer Meinung mit ihm. Also er hat immer noch ein Aber und das finde ich aber besser. Mhm. Und bei jedem Listenwahn kommentiert Fenris die Listenwahne der anderen. Ne? Also sagt er, das kann man nicht machen, das finde ich super, das geht ja gar nicht, der muss rausgeschmissen werden, der darf zwei Antworten geben. Also das macht Fenris eigentlich immer. Und aber immer lustig, immer auch deswegen lohnt sich ja überhaupt der Dach von Re-Releases mit Audiokommentaren von ihm, wenn er da irgendwelche Dönekes erzählt zu den, wie die Songs zustande kamen und so, und was er wie gerne anders machen würde oder auf gar keinen Fall anders und so. Das ist ja wirklich nerdig hoch 10. Ja, ich wollte jetzt gerade ein Beispiel nennen aus einem Listenmann, aber es ist erst im nächsten Heft, das darf ich jetzt noch gar nicht sagen. Er ist sich total aufgeregt über eine Antwort. Aber das kann ich jetzt nicht sagen, das muss ich mir aufheben. Contact, Wolf-Rüdiger Mühlmann. Von Fenris auf Canadian Metal ist ja eine gute Überleitung. Ist ja dasselbe, ne? Da. Eine tolle Überleitung. Da kommt man leicht hin. Man darf auch manchmal einfach abrupt sprengen. Darfst du auch. Du darfst auch einfach abrupt irgendwas sagen, was du immer schon sagen wolltest. Voll lieb, danke. Contact ist halt eine der derzeitigen Lieblingsbands von Wolf-Rüdiger Mühlmann und die spielen Voivodesken Prog Thrash. Und glamourösen Hardrock und Couching Heavy Metal spielen sie auch noch. Das kommt alles zusammen auf das Album. Und die Platte kam bei Dying Victims. Ne? Ist tatsächlich gut. Tatsächlich gutes Album. Bei dem Rosa kriege ich ja schon ein bisschen leichte Augenkrämpfe. Das ist lila. Das ist lila? Das ist lila. Das ist Nines Farbempfinden. Oh, da ist, aber Nine ist, mit Nine ist weniger gut Kirschen essen als mit mir. Ich habe nichts gesagt. Nicht, würde ich an deiner Stelle aufpassen, weil die schlägt auch mal gerne zu. Okay. Ich ärgere dich immer nur liebevoll. Ich mache nichts wirklich Böses. Ne? Aber du willst ja nur dein Bestes. Ich will nur dein Bestes, genau. Und bei Nine, macht ihr das, tragt ihr das mal untereinander aus. Traveler, Lothar Hausfeld. Doppelseite, auch ein gutes Album. Also ich meine, wir haben natürlich, das ist jetzt das Problem, dass wir dadurch, dass wir eine Doppelnummer hatten, haben wir jetzt in einem Heft so viele starke Themen, dass man natürlich, wenn man jetzt, welcher normale Mensch kann sich leisten, das alles zu kaufen? Also das ist natürlich nicht möglich. Ne? Merkst du im Soundcheck ja jetzt gerade auch, das hat so jeder beim Notenabgeben auch gesagt, so krass war es aber schon ewig nicht mehr. Wahnsinn, Die Fülle an. Ich meine, allein die Megabands jetzt, die wir schon genannt haben, Dickinson, Priest und Saxon, Except als große Band und sowas sind da noch drin, diese Fülle. Ja, aber es kommen eben auch so viele
Seiteneinsteiger so mit rein, so wie zum Beispiel Traveler, da rechnet man jetzt nicht unbedingt damit, dass jetzt, also da wartet die Welt nicht drauf in wahnsinniger Spannung auf ein neues Traveler-Album, aber dann kommt's und es ist halt auch stark. Oder die neue Rage habe ich nicht mitgerechnet, dass die so gut ist. Ich habe auch, ja, Disbelief. Disbelief. Da kann man jetzt einiges zu sagen, ne? Weil kurz nachdem das Interview geführt wurde, ist die Bandbesetzung implodiert. Ja, also ich, davon weiß ich gar nichts. Ja, es ist noch Jagger dabei, mit dem das Interview auch geführt wurde. Und Timo, der Drummer, der auf der Platte jetzt neu ist. Ja. Oh. Das ist schon... Oh. Heftig. Ich meine. Aber im Grund war nicht das Album, oder? Nee, kann es nicht sein. Das ist saustark und man hört einfach genau raus. Disbelief haben ja so einen unverwechselbaren Sound, wobei jetzt hier viel Abtempo drauf ist. Unter anderem wohl durch Timo als Drummer, weil sie halt da mehr versucht haben, nicht nur die Groove-Schiene zu fahren, für die sie eh bekannt sind. Aber nee, ich glaube, kann mir nicht ansatzweise vorstellen, dass die Qualität des Albums dafür. Ausschlaggebend gewesen ist, aber das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geschockt. Also es finden jetzt Konzerte statt, die haben wir auch bei den Tourdates. Dafür gibt es wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar zwei Ersatzbesetzungen, also Leute an der Seitenfront, die da aushelfen an Gitarren und Bass, aber das ist auf einmal richtig spannend. Ich meine, es war immer eine Band mit einer gewissen Fluktuation bei den Musikern, aber so krass. Nicht also. Ja, gut, okay. Überdeckt natürlich dann ein bisschen das neue Album. Das ist ja schade. Weil das ist total schade. Ist ja ein gutes Album geworden. Sonst hättest du ja auch keine Story gemacht. Ne? Und es ist vor allem, ich meine, hier geht es überhaupt nicht um Besetzungsfragen oder sowas. Jaggers Texte sind wahnsinnig intensiv und da geht es viel darum. Halt einfach. Und ich glaube, wenn man jetzt die ganze Zeit über irgendwelche Besetzungssachen gequatscht hätte oder sowas, so, das hätte es dann auch eher ein bisschen kaputt geritten. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also mich hat es geschockt, dass ich das danach erfahren habe. Aber eigentlich bin ich froh, dass das Interview so gelaufen ist, wie es erstmal hier ist. Gut, dann freue ich mich mit dir. Ach, ist das schön. Du kannst ja doch gönnen. Der Götz. Accept, Doppelseite, auch ein gutes neues Accept-Album. Vielleicht kein überragendes neues Accept-Album, also in meinen Augen, aber auch da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen hier im Haus. Aber das Interview, was Andy Schulz gemacht hat, der jetzt schon mehrfach mit Wolf Hoffmann gesprochen hat, ist auch wieder erfreulich kritisch. Mhm. Und was man Wolf zugute halten muss, ist, dass er auch den harten Fragen nicht ausweicht. Genau. Also er gibt nicht immer Antworten, die ich... nachvollziehen kann oder wo ich sagen würde, Thema geklärt. Also meiner Meinung nach nicht, aber Andi hakt auch immer wieder nach. Ja genau, also das sind nicht so Pressestatements, so windelweich gebügelt. Das macht Wolf Hoffmann auch nicht. Ja. Also er ist schon irgendwie, Wolf Hoffmann sagt schon das, was er denkt, aber was er denkt, ist eben nicht unbedingt das, was der Rest der Band denkt oder andere Leute denken. Also sagen wir mal, da kann man auch schon mal ein kritisches Wörtchen drüber verlieren. Und das tut Andi auch. Und das wollte ich nur herausstellen, dass ich das Andis Interviewführer sehr gut ist, meiner Meinung nach. Dann haben wir Walcher, eine Doppelseite von Stefan Franke. Auch wieder ein Thema, was gar nicht so typisch Stefan Franke ist, aber er... In die Band hat er sich verliebt, ich auch. Ich finde auch, das ist eine der besten US-Metal-Bands aus Deutschland, die wir haben. Also ich finde Walcher auch super. Ja, und ich meine, ich habe bei denen einfach das Gefühl, sie werden von Mal zu Mal besser, aber sie sind sehr selbstkritisch dabei, ne? Wie es hier rüberkommt. Also nicht nur dieses sich auf die Brust hauen und sagen... Guck mal, einer lacht. Alles geil. Ja, findest der darf okay? Das. Ist das okay, dass der lacht? Ich finde das okay. Ich finde es sehr sympathisch einfach. Okay. Ja. Komm, da sagst du jetzt was. Leime hat zugeschlagen und hat, ich meine, normalerweise ist ja ein Irmageddon, dass wir nicht die komplette Diskografie von einer Band in Anführungszeichen durchhecheln. Aber hier, ich meine, Immolation sind, ich denke mal, eine seiner Top 3 Bands überhaupt. Und überhaupt, dass er sich überwinden konnte, da zwiespältige Alben zu finden, ist ein Ding. Und er geht wirklich super ins Detail einfach und macht rasend Spaß. Also ich meine, wenn du sonst das Gefühl hast, dass über so eine Band, die mehr oder weniger denselben Stil von Anfang an verfolgt, dass du ja eh immer nur Varianten von, ja, kloppen oder sind ein bisschen technischer oder sowas bringst, hier ist es halt wirklich
Hammer. Also ich habe das Gefühl, danach wird selbst jemand, der mit der Band vorher nicht vertraut war, sich im Detail auskennen. Ja, vor allem macht es lustig, da reinzuhören. Also ich bin zum Beispiel kein Immolation-Fan. Echt? Und nee, ich bin nie Fan gewesen. Also die sind immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich muss sagen, als ich das hier gelesen habe von Limey, der hat das so gut aufbereitet, dass ich danach Bock hatte, mir die, also ich besitze nicht alle Immolation-Platten, aber ich habe eine ganze Menge davon, von denen die da sind. Also ist jetzt auch keine Band, die man halt zum Secondhand-Händler trägt oder so. Das ist schon so, wenn eine neue Immolation rauskommt, dann höre ich mir die an und bild mir mein Urteil, dann stelle ich die in die Sammlung und selten hole ich die wieder hervor, aber in diesem Falle hat mich Limey dazu gebracht. Also das ist halt dann, und dann hört man auch tatsächlich mit anderen Ohren hin, da hast du schon recht. Also es ist dann so, dass man neue Seiten der Musik abgewinnen kann. Und dafür sind ja Irmageddens auch da. Das ist ja auch das Salz in der Suppe. Ne? Hast du überhaupt schon mal geschrieben? Ich überlege gerade. Ich hatte dir Sinner vorgeschlagen, auf jeden Fall. Den würde ich sehr gerne machen. Ja, mach doch. Aber da brauche ich mehr als zwei Seiten für. Mach doch. Ich meine, Sinner haben wir noch Material. Ne? Also gut, wenn uns jetzt ein anderes Heft so vorkommt, sehr, weil sehr, wir es jetzt gesagt haben, aber Pech. Aber ich glaube nicht. Bei Sinner, glaube ich, musste keine. Also fände ich durchaus interessant. Was ist denn das schlechteste Sinner-Album aus der Hüfte rausgeschossen? Also was würde denn bei dir unter zwiespältig stehen? Boah, wahrscheinlich die Dangerous Charm. Und ich mag die There Will Be Execution nicht und die Mask of Sanity auch nicht so gerne. Aber die Dangerous Charm gehört da nicht zu den schlechtesten Platten. Die gehörte eher nach oben im Katalog. Also als sie damals rauskam, ist die jedenfalls, ich habe die jedenfalls sehr positiv abgespeichert. Ja. Also ich gebe zu, ich habe die in den letzten 10 Jahren vielleicht zweimal gehört, die Platte. Ich habe irgendwann mal mir ein Vinyl nachgekauft, hier in Dortmund bei Flat Earth, stand ein gut erhaltenes Vinyl von Dangerous Charm. Das habe ich mir nachgekauft, weil meine Platte nicht mehr gut erhalten war. Und dann habe ich mir die nochmal zweimal angehört, ich gebe es zu, das war es auch, aber ich habe die Platte positiv abgespeichert, also... Ich bin damals durch seine Soloplatte überhaupt erst reingekommen, als die rauskam. Da war ich direkt vom Songwriting und der Stimme halt total angetan und habe mich dann erst mal rückwärts. Du bist so spät in diese Welt geworfen worden. Ja, natürlich. Kennst du die ersten beiden? Es gibt ja zwei... Ja, klar, Wild and Evil und Fast Decision, die er aber nicht als Alben wirklich ansieht, sondern wo er sagt, da hat das Label quasi Demos gegen seinen Willen. Ja, steht da mal Sinner-LPs, also steht Sinner drauf, es ist das Line-Up, also... Genau. Das muss man ja schon von der Neues-Phase. Genau. Das müsstest du in dem Irmageddon aber schon als richtige Alben zählen. Ja, natürlich, ich habe auch kein Problem und damit. Die sind wirklich, ich habe letztens die Fast Decision, weiß ich gar nicht mehr, durchgehört und das ist ja so deutlich geklaut worden, also bei Deep Purple, ne? Also da war irgendwie. Ist nämlich nicht immer nur bei Thin Lizzy, ne? Nee, also Thin Lizzy war schon damals da, also war schon damals. Hat er ja ich glaube, damals schon sogar eine Coverversion, glaube ich, soweit ich weiß. Aber sehr hat so unverschämt bei Deep Purple geklaut, bei zwei Songs, ich weiß ja nicht mehr bei welchen, dass ich mir gedacht habe, dass damals keiner gehört hat. Also das ist aber es ist zumindest auf jeden Fall eine Band, die hat wahnsinnig viel rausgebracht. Sie hatte sehr verschiedene stilistische Phasen, von extrem soft bis episch und sehr hart. Und überall, finde ich, gibt es ja deutlich mehr Licht als Schatten, aber... Gut, da gehen wir dann zum Beispiel auseinander also, mit der Bewertung. Also du darfst jetzt machen. Den Irmageddon gar nicht jetzt komplett vorwegnehmen, aber mach doch einfach. So entstehen bei uns die Ideen. So, also das war jetzt eine Redaktionskonferenz. So, da haben wir Listenwaren XXL. Das kennt ihr hier. Wir machen daraus manchmal aus den Listenwaren Fragen, wenn die Fragen selber als mit einer platten Antwort zu flach sind oder keinen Sinn ergeben, dann dehnen wir das hier aus. Also hier haben wir 7 Seiten gemacht. Und zwar war die Frage diesmal, was sind die besten Releases aus Österreich und der Schweiz? Im Hardrock und Heavy Metal. Natürlich ohne Genre-Einschränkungen. Genau. So, dass auch Markus Eisenbeiner mitmachen kann mit was ganz Schrägem. Und, ist in dem Fall gar nicht so schräg. Na, ziemlich. Also ist schon auf jeden Fall, sagen wir mal, etwas Unerwartetes. Felix hat auch was eher Unerwartetes. Der Ulf so gesehen auch sogar, oder? Ja, okay, hätte ich jetzt auch nicht, hätte ich auch nicht sofort dran gedacht. Ja gut, ich meine, man muss ja dazu sagen, wir haben das Erwartbarste rausgelassen. Ne? Ich meine, ich hätte auch locker über 3 Gotthard-Platten schreiben können, die ich
über die Jahre rauf und runter gehört habe, aber die haben wir zum Beispiel nicht drin. Das ist eine Band, die ist extrem naheliegend. Ja, es ist ja beim Listenwahn das Problem, dass möglichst alle mitmachen sollen, also möglichst alle im Team, auch unsere neue Mitarbeiterin Silvi hat mitgemacht, also dass alle irgendwie mitmachen sollen. Die war Feuer und Flamme und hat super Beiträge, ja. Finde ich auch klasse. Und dann hat halt jeder erstmal nur eine Wahl. So, und dann fallen natürlich auch Klassiker unter den Tisch. Und hinterher, Manuel kam da hinterher und sagte, ja, aber Hellhammer fehlt. Also das geht nicht. Ne? Dann haben wir gesagt, ja, aber Celtic Frost ist schon drin. Haben halt zwei Leute sich schon Celtic Frost gewünscht. Mhm, und Triptychon ja, war auch schon drin. Aber jetzt Triptychon so auch. Ist es halt. Aber Schweiz und Österreich ohne Hellhammer in unserem Universum geht ja gar nicht. Ne? Auch wenn ich persönlich kein Hellhammer-Fan bin, aber das spielt keine Rolle jetzt. So, und dann haben natürlich manche Leute noch... bekommen? Wegen einem Verriss? Nee, das war nicht ich. Das war Uwe Lerch vom Rock Hard. So, also, ja. Ich habe zwar Hellhammer auch verrissen, aber ich war schon mit Celtic Frost schon Fan. Also als Morbid Tales rauskamen, habe ich schon gesagt, das ist eine super, also eine wahnsinnige Steigerung und super. Und ich fand auch die EP von Hellhammer okay, aber die Demos nicht. Und ich weiß, dass Tom Warrior damals Uwe Lerch vom Rock Hard umbringen wollte. Und dann haben die sich auch tatsächlich irgendwann mal getroffen, um sich wieder zu vertragen. Und es gab aber zu der Zeit schon Leute, die Tom supportet haben. Mhm. Und deswegen ist kein Blut geflossen. deswegen konnte man sich vertragen. Naja, auf jeden Fall hat also Manuel noch Hellhammer reingedrückt in letzter Minute und so haben also manche Leute dann zwei. Wir haben noch einen zweiten Zwillingsbruder von dir drin, was ein bisschen schade ist, dass das Foto jetzt hier nicht mehr reingepasst hat. Ne? Wir hatten von Drifter ein Foto. Ivano, ich kann mich erinnern, dass du damals öfters als der Zwillingsbruder bezeichnet wurdest. Naja, aber Ivano sah aus wie ich damals. Mit den langen Haaren, ne? Mit den Locken, mit den extremen. Hat genauso eine Kackfrisur gehabt wie ich. Und das ist auch vielen Leuten aufgefallen. Und Brian Slegel sieht ja aus wie ich jetzt. Also das ist halt, naja, gut, okay. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das möchte ich nicht weiter bewerten. Auf jeden Fall hat der saumäßig Spaß gemacht, der Listenwahn. Ja, sowas macht immer Spaß. Also Century, das erste Interview von Silvi. Century ist die Nachfolgeband, kann man nicht sagen, von Manila Road, aber die noch lebenden Manila Road Musiker haben eine neue Band gegründet. Und da haben wir unsere Silvi drauf losgelassen. Dann haben wir Deadhead, Frank Albrecht. Alte Face von ihm. Ich weiß, dass ich durch ihn damals auf die Band aufmerksam geworden bin, aufs Debütalbum. Er hat es damals stark mit Pleasure to Kill verglichen. Sie waren ja immer irgendwo zwischen sehr extremen Trash und Grundzügen von Death Metal irgendwie so. Auch so ein bisschen wie Thanatos auch, ne? So Grenzgänger. Creator ist auf jeden Fall drin. Ja. Also das kann man nicht abstreiten. Also ich werde auch wahrscheinlich gleich eine Zuschauer jetzt gehen und gucken. Die müsste jetzt schon draußen sein. Ich habe sie zwar online bei denen nicht gesehen, aber die würde ich direkt abgreifen. War ja das Ding, wo wir uns nicht sicher waren, nennen wir es jetzt EP oder nicht, ne? Weil es irgendwie 8 Songs in 28 Minuten. So. Ja, also das Label verkauft es als Album und die Band sieht es als EP oder so. Also bei Midnight sind ja 28 Minuten schon Doppelalbum. Deswegen darf man das dann auch heutzutage wohl sagen, würde ich sagen. Also darf man wohl Album sagen. Firewind, eigentlich ein Fave von Frank Albrecht, aber das Interview hat Lothar Hausfeld geführt. Sehr guter Sänger übrigens. Herr Belangens. Ja, super. Also der gefällt mir auf der Platte extrem gut. The Neptune Power Federation. Die durchgeknallten Australier, die auch beim Hell of Hammerburg jetzt zum zweiten Mal waren. Mit einer sehr starken Show und auch einem, wie immer, sehr starken neuen Album. Ja, und schon die haben ja auch noch drüber Einzelgigs gespielt. Ich glaube, Dollinger war auf mehreren davon. Der war immer noch hin und weg letztes Wochenende und hat die ganze Zeit geschwärmt. Ja, ich finde die auch super, die Band. Und das Interview hat Lothar gemacht. So, Under a Funeral Moon lassen wir euch selbst entdecken, wie immer. Da sagen wir nicht viel zu. Evil Dead haben ein neues Album gemacht und das Interview hat Lars geführt. Virkolak, das ist Death Metal aus Irland. Genau, ist im Prinzip noch so eine Nachwehr vom Partisan. Du warst ja völlig hin und weg von dem Gig im Zelt. Ja, es war eine der drei besten Bands für mich auf dem Partisan und ich fand das wirklich super und ich stehe auch auf das Album. Das Album ist ein sehr atmosphärischer Death Metal und trotzdem ist total oldschool. Also es ist
Es ist oldschool, aber es klingt nicht nach Unleashed, es klingt nicht nach Grave, es klingt nicht nach Pestilence. Also es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist was Besonderes. Und trotzdem werden all diese Leute, die auf diese Band stehen, also alle Frank Albrechts dieser Welt, da sich auch wiederfinden. Also ich finde, das ist eine sehr originelle Band. Ja, kannst du auch mal sagen, ja, finde ich auch. Stattgegeben, euer Ehren. Oder finde ich nicht. Chelsea Wolf, wie kommt die bei uns ins Heft? Ja, musikalisch verstehe ich es auch nicht so ganz, aber... Ja gut, das ist halt ein Über-den-Tellerrand-Blick-Thema. Andy Dollinger hat das Interview gemacht. Andy Dollinger ist in seinem Hauptberuf Sotzpad. Und das merkt man hier. Das merkt man an jeder einzelnen Frage. Also... Ja, es ist halt ein sehr ehrliches und Interview, wo sie halt sich eigentlich in die Karten gucken lässt und auch sehr selbstkritisch ihren Lebenswandel überprüft, ne? Und welche Stellschrauben sie da verändert hat. Ja, und da Andy Dollinger nicht der Einzige bei uns ist, der auf Chelsea Wolf steht, also da gibt es noch 3-4 andere, haben wir das Thema mal reingenommen, ne? Einfach als interessantes Randthema, so ab und zu machen wir sowas ja, ne? Und kommt auch eigentlich immer gut an, also es gibt wesentlich mehr Leser, die sagen, es ist gut, wenn ihr ab und zu mal ein Randthema reinnehmt, wenn es cool ist, als Leute, die sagen, ihr müsst, jede Seite muss 100% Heavy Metal sein. Ja. Ja, also, gut, die werden aber natürlich auch so gut bei uns bedient, dass sie keinen Grund haben, sowas zu sagen. Also aus meiner Sicht. Der Leser der Ausgabe, da haben wir hier ein Foto von den Standpostern. Ne? Ja, der hält hier zwei Medienraritäten hoch, die hätte ich gerne. Die sind schon zwei. Der Satz aus deinem Mund, das ist schon krass. Ja, du kannst nicht alles von Maiden haben. Ja. Also selbst der größte Maiden-Sammler der Welt, einer der größten, die ich kenne, ist zum Beispiel Brian Slagle, also mein amerikanischer Zwilling. Der hat ja auch die entsprechende Kohle, ne? Ja. Durch seine Slayer-Produktion und so weiter. Der kauft jeden Bootleg, den er nicht hat. Und da gibt es ja eine aus den 80ern sehr teure, ne? Also zahlt dann hunderte von Dollars und so und kauft auch alle Pressungen, die er nicht hat und so weiter, aber auch der wird Sachen haben, die man einfach nicht haben kann, weil sie also ganz, ganz schwierig zu kriegen sind Testpressungen von den frühen Maiden-Platten, die gehen auch in die Tausende von Euros, also das sind Platten, die kannst du da nicht bezahlen. Und es gibt auch ganz wenige Colored Vinyls von den ganz frühen Platten. Ja. Also nicht die Bootlegs, die später erschienen sind. Da gibt's, es gibt Killers in, weiß ich nicht, 15 verschiedenen Farben, aber das sind alles Bootlegs oder fast alles Bootlegs. Aber es gibt eben auch ein paar Colored Vinyls oder eine Clear Vinyl von Life After Death. Die sind sauer. Und naja, der hat hier der Jörg Hartmann aus Braunschweig, falls du das hier siehst, also. Ne? Solltest du vor mir das Zeitliche segnen, ich wäre dankbar, wenn ich in deinem Testament auftauche und die beiden Platten, die du hier in die Kamera hältst, abgreifen könnte. Mir reicht das Shirt, das ist auch schon geil. Aber das will wahrscheinlich auch Stefan Franke haben, wenn er es nicht schon besitzt. Das Malevolent Creation Stillborn. Malevolent Creation, ja, das ist, fällt mir jetzt gerade erst auf. Das, ja, okay. Warum nicht? Muss auch mal mit weniger zufrieden Gib sein. Gib ihm ruhig das Shirt und mir die beiden Platten. So machen wir das. Messiah von Ulf, Overlord von Martin. Overlord haben nach Ewigkeiten noch ein neues Album gemacht, auch ziemlich stark. Hat Martin Brandt das Interview gemacht. Die Forgotten Jewels, dass Bruce Dickinson den Soundtrack gewonnen hat, übrigens vor Attic und Necrophobic. Und Chapel of Disease und Judas Priest, weiter sage ich jetzt nicht. Hatten wir schon gesagt. So, jetzt haben wir noch zwei Seiten mehr Reviews als sonst. A, weil wir da ja mal vor einiger Zeit die Schrift größer, das Schriftbild größer gemacht haben, damit man die Reviews auch lesen kann und nicht irgendwie Kopfschmerzen kriegt nach 4 Seiten. Und weil wir zudem auch alle wichtigen Sachen drin haben wollten, die wir sonst durch die Doppelnummer verpasst hätten. Da sind wir fast durch, mein Gott. Was wolltest du immer schon mal sagen im Leben? Nee, gerade fällt es mir nicht mehr ein. Das ist
immer dieselbe Situation, so kurz vorm Ende von diesem Video. Wenn man dich jetzt in Dortmund in der Fußgängerzone auf so ein Podest setzen würde und du könntest dann Speakers Corner was raushauen. Ja, als ob ich das Bedürfnis hätte, irgendwo in der Öffentlichkeit zu reden. Ja, aber du müsstest. Was würdest du denn dann sagen? Taxi. Hause telefonieren. Weiß ich nicht. Wo geht's jetzt zum nächsten Plattenladen? Das weiß ich in Dortmund ja von der Fußgängerzone aus. Sorry, da ist nicht viel zu holen. Ich bin man muss sich doch außer. Nee, stimmt ja überhaupt nicht. Du musst ja mal aus der Reserve locken können. Was hat dich in den letzten 4 Wochen nichts geärgert? Hat dich nichts wahnsinnig gemacht? Ich kann mich nicht mehr so an den Samstagabend erinnern, aber mein Gott. Hast du nicht mal zu Hause ein Käsebrot an die Wand geworfen, weil irgendwas schiefgegangen ist? Nein? Was machst du? Nee. Wir haben die früh Hans Rathaus geschmissen an die Metallwand, weil die dann festgebacken sind. Ja, also ganze Pizzen haben wir da dran geschmissen in Gefelsberg. Das war schön, aber halt auch nicht aus Wut. Aus Spaß, ja. Ja, natürlich. Das war keine Kritik an der Lokalpolitik in dem Sinne. Hast du auch mal vor Haustüren gekackt und dann eine Zeitung drüber gelegt und die Zeitung angezündet? Das nicht, aber wir haben eine Zeit lang. Da Klingelmännchen gemacht? Nee, aber wir haben eine Zeit lang neben der Lateinlehrerin meiner Schwester gewohnt und die haben der tatsächlich mal Hundescheiße im Briefkasten gemacht. Also so heftig war ich nie. Ja, so Kackehäufchen vorne hinlegen, Papier drüber anzünden, klingeln und wenn dann jemand rauskommt, tritt er natürlich die Zeitung aus und. Du liegst hinter Busch und lachst dich tot. Nee. Ist nie gemacht? Nee, also mit Kacke finde ich wirklich ganz schön widerlich. Türklingel. Ja, man kann auch Hundekacke nehmen. Die ist halt, die liegt ja überall rum. Also das ist halt der einfachere Weg. Ossi Osborne hätte sich selber hingehockt. Der hat ja irgendwem mal, da steht im Gisa Butler Buch drin, der hat mal irgendwem auf die Motorhaube gekackt. Hat er mit irgendwem Ärger im Studio ist er rausgegangen und hat sich auf das Auto gesetzt und hat dem auf die Motorhaube gekommen, auf so eine Idee. Ja, also viel sinnvoller ist dann Milch in die Lüftung zu kippen, da hat man... Ja, auf die Idee ist Ossi nicht gekommen. Das also, dauert eine Zeit, aber dann ist der Effekt Ossi hat das ständig gemacht. Er hat auch mal in einem Hotel, hat er sich in Aufstuhl gesetzt, in Fahrstuhl gesetzt. Und sich hingehockt und dann ist der Fahrstuhl unten in der Lobby angekommen und die Tür ging auf und draußen stand eine Gruppe japanischer Touristen, die wollten auf ein Zimmer fahren und Ossi Osborne sitzt in der Ecke und kackt. Boah. Stell dir mal das Bild vor. Ich meine, dagegen sind die Johansson-Brüder hier, Jens und Hannes, ja ganz okay. Die haben ja nur Toiletten in die Luft gesprengt überall in Hotels. Das ist okay. So. Das ist okay. Wahrscheinlich braucht man auch so einen Ausgleich, wenn man so Musik wie Stratovarius spielt, ne? Ja, Jens Johansson ist ja dafür bekannt. Also er ist ja wirklich, der ist ja irgendwie, der hat derben Scheiß. Ich lese gerade eine irgendwie Malmsteen-Biografie. Ist schon ein bisschen älter, aber die lese ich gerade und da ist von dem auch unter anderem die Rede, weil der hat mal kurz mit irgendwie zusammengespielt und der war selbst irgendwie zu crazy und irgendwie selber ist, das war mir auch gar nicht so bewusst, irgendwie ist ein... Also, dass es nicht unbedingt ein sympathischer Mensch ist, weiß man. Ne? Ja. Größenwahn und so weiter, das ist bekannt bei irgendwie Malmsteen. Aber was der für Scheiße gebaut hat, auch als Jugendlicher schon in Schweden damals, bevor er nach Amerika ging und sich Bastila dann mit seiner ersten professionellen Band angeschlossen hat, das geht auf keine Kuhhaut. Also das ist das hat. Der kann sich an alles erinnern, weil der nie drogentechnisch unterwegs war. Oder was kommt in dem Buch so rüber? Die Biografie ist eine unautorisierte Biografie, die er allerdings auch nicht verhindert hat. Er hat gar nichts dazu gesagt. Er hat nicht gesagt, stimmt nicht oder stimmt doch. Aber seine Ex-Frau erzählt, seine Ex-Freundin, mehrere davon erzählen. Ein schwedischer Journalist, der mit ihm aufgewachsen ist, erzählt. Das ist alles sehr glaubhaft. Ja. Ne? Weil es aus vielen verschiedenen Quellen kommt. Ja. Und das hat also schon Vatein-Ausmaße. Also das ist schon echt heftig. Das fällt mir zu Jens Johansson ein. Was fällt Ihnen denn zum Beispiel zu Unleashed ein? Okay, ich kann jetzt noch nichts vorwegnehmen, oder? Das ist das Ding, von dem ich eben gesprochen habe. Die Demo-Kollektion. Die kommt aber erst ins nächste auf die Ritze. Ja, okay, dann werden die Leute verschmerzen. Das ist schon.
ein Review vorweggenommen hast, ja, das ist verschmerzbar. Alle drei Demo-Sessions von 1990, weil im Gegensatz zu Grave, die ja auch bei Essential Media gelandet sind, gab es ja von Andy nie so eine richtige Demo-Kollektion. Du hast zwar einzelne Songs davon mal als Bonustracks gehabt und von Flogger gab es die ersten beiden vor ein paar Jahren mal auf Vinyl. Aber jetzt in der Form und mit der kompletten dritten Session, die in Bielefeld ja stattfand, die ersten beiden waren in Stockholm, das ist neu und mit wahnsinnig geilen Liner-Notes. Also der Interviewer, das ist der Typ, der, ich komme gerade nicht auf den Namen, der auch dieses Buch über holländischen Death Metal geschrieben hat, der weiß viel, viel mehr als Johnny Hedlund da. Also der stellt wahnsinnig konkrete Fragen mit vielen Details und Johnny Hedlund, da meinst du, ja, kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, ist schon so lange her. Oder so, aber trotzdem kommt halt insgesamt sehr viel an Informationen rüber. Also absolut lohnenswert. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, finde ich, dass also Leute, die also Biografen, die jetzt irgendwie Bücher schreiben über oder Liner Notes schreiben zu irgendwelchen Bands, die haben sich ja so ins Thema eingearbeitet und der Musiker, der weiß oft ja gar nicht, ist das beim ersten Album passiert oder beim zweiten oder beim dritten. Da müsstest du erst nachgucken, weil er natürlich auch viel mehr Erlebnisse abgespeichert hat, nicht nur zu einer bestimmten Zeit. Also. Aber ich lese mir das dann auch mal durch. Also das sieht auch sehr interessant aus hier. Wenn ich dich jetzt zwingen würde, ein Poster abzunehmen von der Wand da, du musst eins unwichtig ist. Ja, du musst eins auswechseln. Welches nimmst du dann weg? Das ist aber echt schwierig. Vielleicht würde ich ein Revelin Flash, weil die beide direkt nebeneinander sind. Und die Kamera steht still, deswegen können wir die nicht drehen jetzt. Dann tut es nicht weh und die Band bleibt trotzdem da. Ansonsten echt schwierig. Ich glaube, ich würde das Nevermore abhängen, weil es so unfassbar hässlich ist einfach. Aber das ist auch so ein Werbeplakat zur Dreaming Neon Black mit der Band in einem... Das würde ich nicht abhängen. Drogenfeld ist es nicht, oder? Aber was ist das? Nee, das würde ich irgendwo, nicht irgendwo, das ist in Ordnung. Irgendwo in der Gärtnerei. Das sieht jetzt nicht so Exorder, Hammer aus. Exorder, Metal Church. Ja, das könnt ihr alles nicht sehen. Apparent Savage Grace. Das ist echt schwierig. Disharmonic Orchestra. Savatage. Ja. Pungent Stench, Abzu, Holy Terror, Saxon, Hypocrisy. Nee, kann man alles nicht abnehmen. Waterhead. Sorry, das geht nicht. Okay, da kannst du wirklich nichts von abnehmen. Vielleicht da oben, das ist ein Namorot, das ist ja im Prinzip nur das Logo. Das ist eine, das würdest du, so, da könntest du nicht zu. Ja. Was würdest du stattdessen hinhängen? Boah, ich hab so viele Sachen gemacht, das ist echt schwierig. Aber ich habe jetzt zu Hause ein paar alte Magnum-Poster gefunden und ich glaube, die würde ich mal mitnehmen. Wenn es dich als kleine Figur gäbe, würdest du die kaufen, Claudia, ne? Oder das Brutal Truth, das ist eigentlich Tisch, super hässlich, oder? Das könnte weg, weil es eh nicht... Ja. Eigentlich braucht man ja nur das Debütalbum von... Das hält auch qualitativ nicht mit. Ja. Mit dem Rest der... Also ich glaube, ich würde mich dann für Brutal Truth, oder gegen Brutal Truth entscheiden. So. Okay, jetzt hast du ja doch mal richtig was rausgehauen. Ne? Geddy Lee kann ich nur empfehlen, die Biografie, nur mal so nebenbei gesagt. Das ist ein sehr außergewöhnliches Buch, also nicht nur durch den jüdischen Background von Geddy Lee, der da aufgearbeitet wird im Buch, sondern man erfährt auch über Rush Sachen, die hätte ich der Band nie zugetraut. Also es ist eine ganz eigene Einsicht in diese Band und wenn man Rush-Fan ist, muss man die Geddy Lee Biografie gelesen haben. Muss man. Kommt die jetzt auch dann noch auf Deutsch noch raus? Oder ja, wird wohl. Die wird bestimmt auf Deutsch kommen, aber ja, kommt bestimmt auf Deutsch, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Und du bist kein Rush-Fan, ne? Ich werde es. Das Problem ist halt, dass ich sie jahrzehntelang wirklich zu anstrengend fand und mir dann mehr oder weniger auf einen Schlag einen Großteil der Diskografie geholt habe und sich da reinzuarbeiten, das ist ja schon fast selbst ein Lebenswerk. Aber es macht auch Spaß. Ich bin komischerweise aber unglaublich angetan von den sehr poppigen 80er-Alben. Ja? Also das ist für mich jetzt gar kein Widerspruch und kein Problem. Die Power Windows, Grace Under Pressure meinst du und so, solche Sachen. Ne? Das sind klasse Alben. Ich meine, als ich angefangen habe, auch Roger Fire noch zum Großteil. Die Presto gerade raus. Und daran kann ich mich erinnern, dass damals jeder von den, selbst von den harten Jungs, also Mille, Angel Ripper und Co., total auf Rage geschworen haben, Peavy auch und sowas. Also so die Band, zu denen ich den ersten Draht als Frühteenager hatte, auch die mochten alle Rush. Das war irgendwie mal so ein Ding. So, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist Presto, glaube ich, ein Album, was Geddy Lee nicht so gut findet. Aha. Also Geddy Lee hat auch, also Geddy Lee sagt, meine drei Rush-Lieblingsalben sind bla 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 bla. Oh. Natürlich Moving Pictures, eins davon, 2112, und das dritte war, glaube ich, Power Windows, das sind, glaube ich, seine Lieblingsalben.
Und das sind ja Alben, wo auch jeder irgendwie sagen würde, Klassiker. Aber es gibt da ein paar Sachen, da gehen die Meinungen durchaus auseinander. Ne? Aber es ist interessant. Und Rush ist halt ein Universum, was man entdecken muss. Und da muss man sich reinarbeiten. Und es macht aber total Spaß, weil es so uferlos ist. Eben. Und ja, am Anfang war es natürlich der Gesang, mit dem ich nicht klarkam. Das hat mich jahrzehntelang abgehalten. Bei mir auch. Aber mein erster Rush-Song war The Necromancer. Da habe ich gedacht, wie kann man denn so eine Mickey-Maus-Stimme gut finden? Das ist doch, den hattest du auf einem Sampler, den ich mir irgendwann mal vor ein paar Monaten geholt hatte. Der Sampler hieß Heavy, da war auch Heaven and Hell drauf. Da war ja kaum was drauf. Dadurch, dass The Necromancer so lang ist, ne, waren auf der einen Seite, glaube ich, nur drei Songs drauf oder sowas. Ja. Und man dachte so, heute ist das einer meiner Lieblingssongs von Rush. Also heute liebe ich den Song. Aber man muss sich mit der Stimme erst anfreuen. Aber es ist ja bei vielen Bands so. Also es ist ja nicht... Wo es Bands gibt, wo eine extreme Stimme sofort zünden kann, zum Beispiel Sabbath Ungol. Da gibt es auch viele Leute, die sagen, nee, mir Stimme kann ich gar nicht. Aber die fand ich beim allerersten Hören super. King Diamond war das andere Beispiel, wo ich erst mal zwei Jahre lang dachte, bloß nicht. Und dann mit The Eye hat es total Klick gemacht. Du bist ja verrückt. Ja, guck mal, ich kannte damals kaum was. Dann habe ich Sleepless Nights gesehen, den Videoclip irgendwie. Und dachte, warum weint er wie ein Mädchen? Die ganzen Klassiker vorher, alles Klassiker, was vorher kam. Ja, aber guck mal, ich kenne ja nichts davon. Ich habe noch im Auto hierhin, heute lief die Mini-LP. Ja. Ne? Also die vier Songs der ersten Mission für Mini-LP. Was war das? Super. Doom by the Living Dead und Corpse Without Soul und Nuns Have No Fun und Devil Eyes. Ein Stück geiler als das andere. Die Melodien da drin. Ja, also ich fand's nicht gut. Als ich einmal Zugang gefunden habe, da konnte ich mich ja selbst nicht verstehen. Aber es hat echt gedauert. Das war sowas, das habe ich erstmal abgelehnt einfach. Aber es war ja eh der Overkill. Wenn du jede Woche ein komplett neues Musikuniversum irgendwie kennenlernst so, und dich da immer weiter verstrickst, ich brauchte da zwischendurch wahrscheinlich erstmal einen dritten oder vierten Anlauf für. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Aber im Archiv hatten sie letztens die ganzen alten Messe-Film-Fettinger an diesen Pseudo-Vinyl-Replika-CDs, weißt du, diese Hochkant, Digi-File-Whatever-Dinger und so. Das ist auch schön, da habe ich mich gefreut, weil da können jetzt die Platten ein bisschen aufatmen. Hey, jetzt gibt es die EP auch wieder. Früher gab es mal so eine Zusammenfassung, die hieß In the Beginning. Genau. Oder The Beginning nur, glaube ich. Ja. The Beginning, da war halt die EP mit drauf. Aber es ist ja eine der geilsten EPs, die jemals in diesem Universum produziert worden sind. Also, aber Slang von Def Leppard. Ja, ne? Ja. Das meint der Junge zu brauchen, wirklich. Aber, ja. Still Loving You von Scorpions. wollte ich dich mal reizen, hast du gemerkt? Ja. Ich wollte dich jetzt los, aber es hat alles, geht einfach nicht. Man kann machen, was man will. Holy Moses haben ihre Abschiedsshow gespielt im Hellover, in der Markthalle in Hamburg, unserer Lieblingshalle, ne, wo auch unsere Party demnächst stattfindet zum 10-Jährigen. Visigoth. Ich habe Visigoth in Berlin gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also in dem Club hat wirklich jeder, der in dem Club war, hat mitgesungen, hat die Faust oben gehabt. Also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und Jake war an dem Tag krank. Also er kam auf die Bühne und hat gesagt, irgendwie die Ansagen müsste er heute kurz halten, weil er müsste seine Stimme schonen für die Songs. Bei Songs war es okay, aber er war wirklich, ich habe ihn hinterher getroffen. Also der hat komplett Fieber gehabt und der war wirklich krank. Der hat aber trotzdem eine super Show gemacht. Das Publikum hat mitgebrüllt und mitgesungen und wenn ich ganz ehrlich bin, die sind kein Deutsch schlechter als Maiden am Anfang. Also das ist wirklich 10 von 10 Punkten. Also das ist sowas von geil. Die haben auch so tight zusammengespielt, als wenn sie wirklich jeden Tag einen ganzen Tag im Proberaum stehen. Und lustig fand ich, Visigoth, die Texte, das sind ja alles so Schlachtgetümmel-Texte, wie bei Manowar, ne? Ja. Bei Steel, bei Silver, bei Slay und das ist alles, also irgendwie ist es wirklich, also alles ist so wie bei den frühen Manowar und dann sagt Jake zum Schluss des Auftritts, and thanks for all the love in the room, hat er dann geflüstert und hat dann halt den Hippie in sich zu erkennen, ich habe mich totgelacht, also es ist so sympathisch und so cool und ist auch das beste Konzert, was ich in den letzten Monaten gesehen habe. Ähnlich schräg war der Abschluss von Sodom jetzt am Wochenende. Ne? Die hatten beim Ausklang von Remember the Fallen hat Tom gesagt, nie wieder Krieg.
Dann war kurze Pause und dann haben sie das Bombenhagelriff angespielt. Und der Bombenhagel! Ja. Das erinnert mich an einen Sonderauftritt in Braunschweig mal vor Ewigkeiten. Da habe ich mit dem damaligen Manager der Band Boggy Kopeck zusammengestanden. Wir gucken uns Sodom an und Tom geht auf die Bühne und sagt, wir scheißen auf Adolf Hitler, wir scheißen auf alle Nazis. Und dann hat er, also weil der damals war ja bei Bombenhagel wegen der deutschen Hymne drin, war ja mal kurz die Band in Verruf geraten und man wusste nicht so richtig, wo stehen Sodom politisch, aber natürlich waren die nicht rechts. Ja. Ne? Und dann hat sich halt auf die Bühne gestellt und hat eine Anti-Nazi-Rede gehalten, die war so lustig. Boggy und ich haben da gestanden, wir haben uns die Bäuche gehalten vor Lachen. Und also er hat schon seinen Standpunkt klar gemacht, aber es war wirklich witzig. Ja. Ne? Und das erinnert mich jetzt daran, was du gerade sagst. Also, es war der war richtig gut drauf, ein hammergeiles. Ja, scheiße auf alle Nazis. Und dann kam auch Bombenhagel auf. Aber dieses Tag, weißt du, nie wieder Krieg. Bombenhagel! Ja, schon, aber... Ja. Kam lustig, ja. Die waren saugut. Das ist eine sehr eigenwillige Sichtweise, sag ich mal. Aber, ja. Nein, ist ja schon klar, ist ja ein Antikriegssong. Aber jetzt war auch wieder die deutsche Hymne drin. Die hat man zwischendurch mal die Europa Hymne auch. Antikriegssong, ey. Das ist jetzt natürlich auch... Ich meine, das ist einfach ein Song, der... Der also brachial sein soll, auf jeder ist genauso wenig ein Antikriegssong wie ein Kriegssong. Das ist einfach Kinderkram. Das fanden wir damals lustig. Das ist halt in der Thrash-Szene damals lustig gewesen. Aber glaubt mal nicht, dass ich hingesetzt habe und gesagt habe: Schreib jetzt mal einen Antikriegssong, mal gucken, wie wir das am besten machen können. Bombenhagel, wir prangern das an. Also, das ist natürlich irgendwie, das ist genauso ein Quatsch. Also ist genauso ein Quatsch, wie der Band das vorzuwerfen. Sie hätten damit was propagiert, sie hätten sich gegen irgendwas gewandt. Was gilt heute alles als Antikriegssong, was einfach nur martialisches so sein soll? Hier, Except Stalingrad. Das finde ich extrem schade. Der Song ist ja im Moment unspielbar wegen der russischen Hymne, ne? Aber gerade die ist so berührend geil gespielt da drin. Also ich finde ja tatsächlich Stalingrad durch den Titelsong auch noch besser als das Comeback-Album. Der Song damals ist gut, aber das ist doch kein Antikriegsstatement in dem Sinne, dass die Band irgendwie ein Zeichen setzen wollte, sondern das soll martialisch sein. Genauso wie Asphyx halt Kriegstexte machen, weil es zum Death Metal passt, ne? Also ich muss mir immer ein Grinsen, wenn da die Leute sagen, Antikriegssätze, das machen wir für den Frieden. Also, komm, Quatsch. Weil man halt einfach nicht übers Blümchen Du bist ein fleischgewordenes Antikriegsstatement, weil man dich nicht aus der Reserve locken kann. Ja, deswegen bist du quasi ein Statement. Ich stell mir mal vor, die hätten mich gezwungen, Kriegsdienst zu leisten. Wenn deine Mutter mir jetzt sagt, wir wollten mal ein Antikriegsstatement setzen, deswegen haben wir den kleinen Björn gesetzt. Geboren. Das glaube ich. Das glaube ich. Das ist für mich glaubhaft. Ne? Aber alles andere nicht. Hoffentlich guckt die das nicht. Nee, hallo Mama. Wenn deine Mutter jetzt, nicht, dass sie mir eine scheuert, wenn die mich mal trifft oder so. Also Frau Jaschinski, ihr Sohn ist prima gelungen, wohlerzogen und wir haben noch nie einen Grund gehabt, uns über Björn Thorsten zu beschweren. Also was Besseres kann man nicht gebären. Ach, ist das jetzt ein Arbeitszeugnis, wenn ich jetzt gefeuert? Vielleicht bin ich jetzt wieder raus aus der Schusslinie. Hell over Hammerburg. Ich denke, das haben wir geschafft, ja. Da mit The Neptune Power Generation und The Night Eternal war auch super, ne? Deswegen haben sie auch das Aufreißerbild hier. Layoutet von unserer lieben Claudia, die außerhalb des Bildes steht. So, ja, und das war's. Wir sind durch mit dem Heft. So, diesmal haben wir ziemlich lange gelabert. Wir können das aber beim nächsten Mal umgekehrt machen. Dann stehe ich hinter der Kamera und Claudia sitzt. Oder war wieder nicht so lange. Ja, doch war lang, ne? Befürchte schon. Ja, also. Gut, okay. Am nächsten Mal überlege ich mir ein paar Sachen. Ja, da habe ich aber hier ein Stichwortzettel ja so hier liegen und so, damit du mal einmal so. Teleprompter wäre auf Helford. Ja, okay. Dann darfst du natürlich nicht die verspiegelte Sonnenbrille aufsetzen, sonst sieht man das nachher dann doch. Stimmt, ja. Na gut. Okay, ich hoffe, es hat euch, war euch nicht zu langweilig, unser Gelaber, und hat euch gefallen und viel Spaß mit dem Heft. Jo, ich gehe jetzt in meinem Büro und lese das Heft jetzt.
Blätter das jetzt nochmal durch. Ist ja gerade erst gekommen, ist ja noch ganz druckfrisch. Wir haben es ja wirklich erst einmal zusammen durchgeblättert, ne? Genau. Bevor wir hier die Kamera, die neue Kamera aufgestellt haben, ne? Und dann natürlich zum Stuhlkreis und ein paar Friedensgebete. Später. Ja. Also erst das Heft lesen und dann, ne? Genau. Okay, jetzt müsste die Kameraqualität, die müsste so gut sein, dass man jeden einzelnen Pickel in unserem Gesicht sieht. Ja, also dann danke nochmal dafür. Echt, das war eigentlich nötig. Jetzt, mal gucken, wie wir aussehen. Ja. Wo das ja. Vielleicht, wenn man einfach Balken drüber. Ach, Scheiße, ich hätte mich hier einbauen sollen. So eine Mauer hier. Vielleicht. Beim nächsten Mal. Ja. Tschüss.